Satzung des letzten Vorstands und vorher aber noch zwei Themen, die wir besprechen müssen. Und zwar die Idee Nummer 1 ist, die fränkischen Bezirke zusammenzulegen. Die Begründungen werden wir dann gleich noch geben. Dann eine kleine Diskussion und ein Meinungsbild. Wie das denn jetzt die Anwesenden sehen in Mittelfranken, wie sinnvoll das für euch ist. Und dann im Anschluss danach geht es um die GS natürlich auch, je nachdem wie die Entscheidung davor ist, wie die Finanzierung ausschaut, wie viel Geld hier reinfließt und wie die weitere Nutzung ist. Ihr wisst, das GS-Thema ist ja sozusagen immer aktuell. So, gut. Vorneweg haben wir jetzt hier eigentlich die Wahl der verschiedenen Versammlungsämter. Ich würde jetzt am Anfang den Versammlungsleiter übernehmen. Üben wir doch schon mal die kleinen Schildchen hier. Wer ist denn dafür, dass ich die Versammlung übernehme? Zumindest bis zur Wahl, dann werde ich das abgeben. Die Versammlungsleitung nicht. Ja, die Versammlung, ganz schön. Die Versammlungsleitung. Dankeschön, Tobias. So, alles klar. Dann bräuchte ich eventuell einen Protokollführer. Wer könnte das Protokoll machen? Stimmi, machst du das? Ja, dann muss ich diskutieren. Ich hätte hier schon was vorbereitet. Brauchst du auch? Willst du nicht, dann darfst du tippen. Gut. Ich kann nicht leserlich schreiben. Also, dann müssen wir natürlich noch abstimmen, weil bis jetzt hat noch keiner das zugestimmt. Wer ist dafür, dass die Protokollführung macht? Jo, danke schön. Dann brauchen wir später einen Wahlleiter. Da hat sich der Daniel bereit erklärt. Würdet ihr den Daniel als Wahlleiter haben wollen? Sehr gut. Dann, Daniel, brauchst du Wahlhelfer? Wie viele? Einen? Einer langt. Wir sind gut. Wer bietet sich denn als Wahlhelfer an? Ola würde Wahlhelfer machen. Jürgen, zwei Wahlhelfer auch geben dich. Gut, zwei Wahlhelfer. Wer ist dafür, dass Ola? Ja, ja, deswegen habe ich jetzt selbst vorbereitet. Ich mag drei Versammlungen, da hatte ich keinen. Ja, da waren wir auch schon zusammen. Ich will nur, ja, du weißt es. Ne? Ja. Ja. Also, wer ist dafür, dass Ollo und Jürgen Wahlhelfer machen? Heben kurz die Karte. Gut, das können wir uns alles bis jetzt noch merken. Das war das. Dann geht es um die Tagesordnung, Geschäftsordnung. Wir übernehmen die Geschäftsordnung vom letzten Mal mit üblichen Dingen wie Satzungsänderungsantrag und so weiter. GSO-Anfrage, ihr wisst, wie es ist, auch beim Bundesparteitag. Wer ist dafür, dass wir die Satzung, die GSO vom letzten Mal benutzen? Nehmen wir dann mal die Karte. Vielen Dank. Dann lese ich mal kurz die Tagesordnung vor, ob wir damit einverstanden sind. Also Punkt 1 habe ich schon gesagt, Zusammenlegung der fränkischen Bezirke, Diskussion und Meinungsbild. Punkt 2, Diskussion und Meinungsbild über Finanzierung und Weiterführung der GS. Dann kommen die Rechenschaftsberichte, dann hoffentlich die Entlastung des aktuellen Vorstands, dann Satzungsänderungsanträge zu der Wahl, dann Abstimmung über die Länge der Amtsdauer steht bei uns noch in der Satzung drin, dann wird entschlossen, wie viele Kandidaten, was für Kandidaten wir haben, und dann kommen die Vorstellungen der Kandidaten und die Wahl. Am Schluss noch Programmanträge und sonstige Anträge, haben wir alles nicht, fällt also eigentlich weg, und danach darf der neue Vorsitzende die Schlussworte an die Versammlung richten. Wer ist mit dieser kurzmündlich wiedergegebenen TO zufrieden? Nehmen wir jetzt die Karte. Wir dürfen sie auch noch jederzeit ändern, ihr wisst ja, wie es ist. So, vielen Dank. You online? Online schon, aber jetzt. Alles klar. Der ist nie so schnell. Ja, geht es hier mehr oder weniger los mit der Diskussion und Meinungsbild zu der Zusammenlegung der drei fränkischen Bezirke. Ich umreiße es mal ganz kurz, was ist der Hintergedanke, was sind die Vorteile, ihr könnt dann ein wenig darüber diskutieren, dann würde ich gerne Meinungsbild und die entsprechenden Konsequenzen beschreiben. Wir haben ja auch noch jemanden aus Unterfranken da, der vielleicht noch ergänzen kann, falls ich irgendwas vergessen habe. Wir haben es ja schon mal kurz besprochen. Also es ist so, ihr wisst selbst, die Personaldecke ist relativ dünn, wir machen sehr viel Verwaltungskram und wenig politische Arbeit. Ne? Jeder KV muss halt einen Vorstand haben, der macht die Arbeit. Jeder Bezirk braucht einen Vorstand, der macht die Arbeit. Das ist im Unterfranken und Oberfranken auch nicht anders. Unterfranken und Oberfranken sind personell noch ein bisschen dünner besetzt als wir, so wie ich das mitbekommen habe. Und die Sache wäre jetzt, dass man praktisch die Bezirke zusammenlegt. Wie das technisch geht, können wir gleich noch klären. Und dann praktisch einen Vorstand wählt, der für ganz Franken zuständig ist. Hat den Vorteil, dass natürlich diese Arbeit dann nur auf weniger Mitglieder verteilt wird und dann die
Mitglieder in den entsprechenden Bezirken frei sind für andere Tätigkeiten, also politische Arbeit und so weiter. Zweiter Vorteil ist, dass wir natürlich dann vielleicht mehr Geld für die Geschäftsstelle hätten, weil natürlich drei Bezirke mehr Geld zur Verfügung haben als ein Bezirk. Das ist dann auch der zweite Punkt, der an dieser Stelle kommt. Und ja, Nachteil an der Stelle wäre, dass natürlich keine großartigen Präsenzsitzungen mehr hier jetzt in der Geschäftsstelle stattfinden können, weil natürlich die Leute aus verschiedenen Ecken von Mittel-, Ober- und Unterfranken kommen. Ja. Gut, das ist mal ganz grob umrissen. Ich nehme jetzt gerne mal Fragen entgegen und fordere natürlich gerne Max auf, noch irgendwas dazu zu sagen, falls er noch was dazu findet. Möchtest du was dazu sagen? Ja gut, vielleicht als ganz kleine Ergänzung, was für ein Vorteil ist, vielleicht hat man hat auch die Situation, dass solange wir jetzt die Grenzen innerhalb der Bezirksgebiete haben, viele Piraten nicht über den Bezirk rauskommen, in dem sie eigentlich Mitglied sind über den Bezirksverband. Viele waren nicht auf Landesparteitagen und einige wissen nicht, welche Kollegen oder welche Mitglieder es in unserer Partei jetzt in Oberfranken oder in Unterfranken gibt oder in anderen Bezirken oder im Rest von Bayern. Und das gibt uns ein klein bisschen die Chance, dass wir ein bisschen näher wieder zusammenwachsen und die Grenzen, die da jetzt eingezogen sind bei den Bezirken, die brauchen wir im Prinzip nicht, denn wir sind ja alle irgendwo Mitglieder im gleichen Landesverband. Also Vernetzung sozusagen. Ja, nächstes Mal schicke ich ihn nach vorne, ich weiß schon, ich habe verstanden, aber der Max ist gerade irgendwo noch im Internet, ist okay, danke schön. Okay, gibt es erstmal Fragen dazu, Vor- und Nachteil-Diskussion? Wir hatten schon ein bisschen was auf der Mittelfranken aktiven. Jürgen. Was mir nicht ganz klar ist, wenn es in Ober- und Unterfranken eben mehr oder weniger gar keine KVs gibt, sondern nur den Bezirksverband, so wie ich es mitbekommen habe, was bringt es an Fehlern? Würden die wahrscheinlich einen KV dann gründen, oder KV Unterfranken oder KV Oberfranken, oder ist das dann überhaupt keine Gliederung mehr? Nein, diese Gliederung gibt es dann nicht mehr. Also was dann die drei Bezirke sind, wird praktisch in Anführungsstrichen ein großer Bezirk. Ja, du hast einen großen Bezirksvorstand, der natürlich entsprechend repräsentiert werden sollte. Also das heißt, ein Vorstand aus jedem Bezirk plus die üblichen Zusätze, Schatzmeister, Gänze, politischer Geschäftsführer, je nachdem, wie man sich entscheidet, dann müssen wir sich auch noch die Geschäftsordnung natürlich überlegen. Und wenn man dann vor Ort praktisch noch Hilfe braucht, kann man ja Beauftragungen machen. Und sagen, okay, wir brauchen jetzt nochmal jemanden speziell, der jetzt zuständig ist für das und das. Ja? Ich meine, Unterfranken, habt ihr KVs? Nee, also Unterfranken zum Beispiel. Mitte? Oberfranken hat noch welche, aber Unterfranken hat so keine KVs. Also die machen ja praktisch die ganze Arbeit für die KVs und die müssen dann auch das entsprechende suchen. Das heißt, die müssen so und so dann, wenn sie da vor Ort noch jemanden haben, müssten dann praktisch der neue Vorstand beauftragen und vergeben sagen, du bist jetzt zuständig für die Ecke oder für die Ecke. Ja. Genau. Gut, Fabian. Wenn wir jetzt durch die Zusammensetzung Personal einsparen, ja. Wird dann nicht auf der anderen Seite für den neuen fränkischen Vorstand und die Arbeit entsprechend mehr? Ja, also dass da mehr Arbeit kommt, ist natürlich klar, aber es ist natürlich auch Arbeit, die bis jetzt dreifach gemacht worden ist. Ne? Also du hast drei Schatzmeister, du hast drei Gänsex und du hast auch drei politische Geschäftsführer. Das kann natürlich entsprechend dann, das muss ich überlegen, ob das dann zu viel Arbeit wird, aber dann hast du natürlich über die Möglichkeit sagen, okay, es ist relativ viel, ich hole mir halt noch einen her, den er beauftragt hat und mir dann zuarbeitet und mir zusammenarbeitet an der Stelle. Klar, also weniger Arbeit wird es deswegen nicht. Es fallen halt ein paar Vorstände weg, die jetzt praktisch das Gleiche nochmal machen wie die anderen. Vorstandssitzungen fallen natürlich auch weg, weil jetzt haben wir aktuell praktisch dreimal so viele. Ja, die sind natürlich dann alle im Mampel, Vor- und Nachteile, die wir wissen. Und die anderen haben dann Ressourcen hoffentlich für wieder politische Arbeit. Bitte. Es gibt da keine Diskussion, es gibt da Fragen, ist auch gut. Ja, erstmal Türk und dann der Michael. Also wobei Nürnberg liegt eigentlich schon so zentral und so gut erreichbar, dass jetzt ganz ausgeschlossen Präsenzsitzungen auch nicht sind. Also, das heißt halt nicht, wir haben ja im Moment Präsenzsitzungen jeden Monat gehabt, manche halt öfters, manche hatten so und so schon in anderen Bezirken, nur Mampel dementsprechend, klar, mussten wir eine Präsenzsitzung machen, aber die ist halt immer so oft. Ja, das hängt aber davon ab, wie man sich entscheidet. Das muss man natürlich dann an der entsprechenden Stelle organisatorisch regeln. Wir haben ja da noch keine Erfahrungswerte, wie geht's, wie weit müssen wir fahren. Erstmal der Michael und dann der Uwe. Also ich verstehe den Sinn dahinter, die Verwaltung und die Schatzmeister zusammenzulegen, aber irgendwie ganz logisch finde ich das Konzept jetzt irgendwie trotzdem nicht. Weil, wie du auch schon sagst, wir sind alles ein Landesverband. Also ich meine, jetzt bin ich mal böse und sage, es hindert ja keiner, die anderen zwei Bezirke sich aufzulösen. Dann landen sie umgehend beim Landesverband und werden von ihm verwaltet. Haben wir noch weniger Verwaltungstätigkeit für die verschiedenen Leute. Ob der Landesverband es so lustig findet, weiß ich nicht. Das andere ist, auch das, was sich dann vielleicht der neue Bezirksvorstand irgendwie überlegen muss, wie sehr sieht er eigentlich seine Rolle. Also
Mir sind diese Präsenzsitzungen eigentlich schon wichtig, weil, wie ich zum Beispiel auch der letzten erfahren habe, ist eigentlich das Drumherum, was, wenn man mit den Leuten face-to-face redet, kriegt man viel mehr Informationen über irgendwelche Hintergründe, die in der Partei laufen, das du halt im Mumble nicht hast, weil Mumble ist im Prinzip durchorganisiert, fängst an, machst deine ganzen Punkte, bist fertig und du gehst halt in die Kneipe Bier trinken. Das ist halt das, wo ich dann auch gewisse Probleme mit der Größe des Bezirks hätte. Weil das funktioniert in Mittelfranken noch einigermaßen, da kommst du noch einigermaßen hin, da kannst du auch noch die einigermaßen Stammtische besuchen. Nach Hof und nach Würzburg ist halt dann Schorstück. Und ich weiß nicht, ob das dann quasi das aufwiegt, dass ich quasi diese persönlichen Kontakte einigermaßen vernachlässige, nur dass ich Verwaltung einspare. Also die Verwaltung kann man mit Beauftragungen und sonst irgendwas auch einsparen. Okay, Uwe und dann der Stefan. Meine Frage wäre, welche finanziellen Auswirkungen das hätte. Gut, machen wir gleich, machen wir den Stefan dann. Okay. Also ich möchte gerne kommen. Zum einen, wenn ich die alle, ich sage jetzt mal linksliches Land, aber wenn ich jetzt sozusagen die Bezirke dem Land überlasse, dann kann ich mal so lange von des Bezirks treffen, dann sparen und das Abstimmen und mehr Geld verteilen, weil das Land dann übermäßig viele Stimmen hat und somit de facto festlegt, wer was kriegt. Das ist dann so. Ergo muss natürlich auch das Ziel sein, dass wenn drei Bezirke zusammen sind, auch diese drei Stimmen nach wie vor erhalten sind und dann halt quasi aus einem Munde gesprochen werden. Nur dann wäre es ein entsprechender Counterpart und alles andere wäre sowieso witzlos, weil dann können wir tatsächlich dann den Weg gehen. Zu den Präsenzsitzungen natürlich, also ich wäre dann zum Beispiel dafür, dass man einmal im Quartal eine verpflichtende hat. Und ansonsten würde ich vorschlagen, dass man zu der Sitzung immer ein oder zwei, der Detlef ist in der Nähe, ich bin in der Regel in der Nähe, wir sind dann halt hier, da kann ja jeder dazukommen und die Auswärtigen sozusagen, die kommen dann halt beim Mumble dazu. Ist logisch, dass ich kann aus Würzburg jeden Monat dann da reinbügeln will, dass der hier ist. Aber der Rest, der jetzt sowieso hier ist, der kann ja dann auch weiterhin hier sein, sieht man ja niemanden. Das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen, also ich finde das nicht schlecht. Und zu dem Geld, das hatten wir ja vorhin eigentlich schon gesagt, die drei Bezirke zusammen natürlich auch die drei Bezirke, alles andere wäre ja witzlos. Also das ist natürlich auch das Anliegen, also ich möchte nicht zu so einem Bezirk dann werden, der dann nur noch eine Stimme hat und das Geld von einer hat. Das macht ja natürlich... Eins habe ich noch vergessen und das mit dem Vorortsein, dafür soll es ja die Vorstände aus den einzelnen Regionen ja geben, dass die eben vor Ort dann sind. Ja. Klar, das ist dann bloß immer derjenige Vorstand mit seinen Beauftragten, der hat seine Stammtische dann abgeben, so er den will und tut. Okay, Tobias, dann jetzt wird es zu viel. Aber gut, machen wir Tobias, Fabian, Jürgen, Michi. Nö, es geht schon noch. Wenn jetzt noch welche kommen, dann werden die Hände überlastet. Die Bezirke sind ja sehr unterschiedlich mit Untergliederungen ausgestattet. Mittelfranken hat ziemlich viele. Im größten Teil abgedeckt sozusagen vom Bezirk mit KVs. Oberfranken hat so ein paar und Unterfranken hat gar keine. Ich finde es doch nicht zu Problemen, wenn diese verschiedenen Gebiete so unterschiedlich ausgestattet sind. Also einmal Geld, wenn jetzt dann es darum geht, wie viel Geld kriegen die Untergliederungen, profitiert natürlich Mittelfranken von einem günstigeren Schlüssel, also indirekt mehr letztendlich, weil dann das Geld in Mittelfranken bleibt und zum Beispiel Unterfranken weniger. Müsste man zumindest dann irgendwo versuchen auszugleichen oder beziehungsweise eine Balance zu finden halt. Und das andere ist halt personell. Also wenn ich halt einen KV habe, dann habe ich auf jeden Fall jemanden aus der Gegend da, der dann dort ist. Wenn ich jetzt eben Unterfranken nehme oder bestimmte Gebiete jetzt in Oberfranken, wo natürlich wir nicht so stark vertreten sind, da habe ich dann halt erst recht niemanden, wenn auch nicht sichergestellt ist, dass aus Oberfranken ein, zwei Leute mindestens in diesem Bezirksvorstand sitzen, die dann irgendwo in Oberfranken sind. Ja. Okay. Fabian, Jürgen, Michael und Engel. Also ich sehe es ein bisschen so wie der Michael. Ich sehe eigentlich als großes Problem, warum wir eigentlich momentan als Partei das Gesamtjahr in der Krise stecken, ist ja eigentlich, dass wir intern diese Riesenstreitereien immer haben. Und ich glaube, eine Hauptursache dafür ist, dass wir in vielen Dingen viel zu unpersönlich sind. Wir mumblen, wir twittern, wir facebooken, wir mailen. Und dadurch geht komplett diese persönliche Charakternote, sich gegenseitig zu kennen, auch zu wissen, wie andere reagieren, dass man auch damit umgehen kann, die fehlt natürlich komplett. Und ich denke deswegen auch, dass wenn man jetzt die Bezirke komplett zusammenlegt und so eine große Gliederung hat, die Entfernung zu den einzelnen Mitgliedern immer größer wird. Also wir reden jetzt ja eigentlich nur um die Vorstände, aber ich denke jetzt auch an Mitglieder. Also wir haben das Problem, dass wir zu wenig Mitglieder haben. Jetzt wenn ich mir überlege, ich bin kein Pirat und komme jetzt aus irgendeinem Bezirk, Oberfranken, Unterfranken, völlig egal.
und möchte Pirat werden. Und dann weiß ich, da ist eine riesen Übergliederung Franken mit der Geschäftsstelle Nürnberg. Das ist für mich jetzt als Mitglied irgendwie ziemlich weit weg. Und wenn dann der Vorstand mampelt und so weiter, dann ist das zwar schön für die, aber für mich als Mitglied fühle ich mich dann ein bisschen weit entfernt von dem Ganzen. Ich wünschte dann schon, dass ich lieber dann bei mir hier eine Gliederung habe, wo ich die Leute dann leicht treffen kann, wo ich hinfahren kann, wo ich mit den Sprechern wirklich auch kennenlernen, wo ich auch weiß, wie die ticken, wie die sind, als wenn ich denen dann bloß wieder eine E-Mail schreiben kann und dann wieder bloß so eine Antwort 5 Wochen später bekomme. Okay, vielleicht sage ich mal ganz kurz was dazu. Wir haben ja in Mittelfranken sehr viele KVs, die natürlich vor Ort ihren Punkt haben, wo die Leute sich treffen. Ja, Unterfranken hat es nicht. Ich weiß nicht, ob wie viel ihr jetzt Vertreter habt vor Ort. Wir haben das einfach immer über die Stammtische geregelt. Also wenn jemand Kontakt zu Piraten vor Ort wollte, dann ist ganz einfach auch zu einem Stammtisch ist man dorthin gekommen. Der Vorstand hat in dem Moment dafür keine Rolle gespielt. Es waren dann halt Leute vor Ort, die diesen Stammtisch betreiben. Genau. Ja, also es ist praktisch wie bei uns halt der Vorstand, der den Stammtisch mehr oder weniger leitet, machen das halt Piraten vor Ort. Ja. Also den Ansprechpartner musst du natürlich immer noch da haben. Also bei uns ändert sich im Großen und Ganzen nichts, solange die KVs halt da sind und nicht stehen. Okay, Jürgen. Wenn es mit Verwaltungsvereinfachung hauptsächlich die Schatzmeister gemeint wären, wäre es nicht möglich, dass dann einfach nur ein Schatzmeister sagen, beauftragt ist, von den anderen alles zu buchen? Ja gut, die Idee ist auch schon da. Also das können wir gleich noch klären, Michi. Naja, also machen wir es mal konkret. Also wenn ich an den letzten Bundestagswahlkampf denke, der ist halt bei uns über den Bezirk organisiert worden und der Bezirk hat halt eigentlich die Ansprechbarkeit in den KVs gehabt, wo er dann seine Plakate verteilt hat und so weiter und so fort. Aber es waren schon, also der Bezirksvorstand war eigentlich schon ziemlich auch persönlich dahinter, das Ganze zu organisieren, also Plakate zu kleben, einzulagern und so weiter und so fort. Das geht, glaube ich, also das stelle ich mir für Mittelfranken noch machbar vor. Also für ganz Franken frage ich mich dann, wie das organisiert werden soll, weil das einfach, ich finde, von den Entfernungen zu groß ist. Und das andere ist, ich kenne halt oder die Strukturen zu wenig. Also wenn ihr sagt, ihr habt eigentlich Stammtische, die also so ähnlich sind wie unsere KVs, das heißt, ihr habt wenigstens in den Städten noch die Leute sitzen, dann ist es ja im Prinzip dann ähnlich. Das heißt, du musst halt dann die Leute verteilen, beziehungsweise das Zeug verteilen. Also aus dem Bauch aus finde ich es, ich bin da nicht zwiegespalten. Okay, dann kommt der Emil und dann die. Also gerade dieses Ding mit, ob man jetzt KVs hat oder Stammtische, das sehe ich hier in Nürnberg ganz gut. Wenn man einen Vorstand hat und einen KV, dann macht er Verwaltungsarbeit, und zwar sehr viel Verwaltungsarbeit. Wir haben jetzt hier das Glück, wir haben zusätzlich noch eine Jupi-Gruppe, bei der auch teilweise solche von Alten mit aktiv sind, und da gibt es sehr starke Inhalte, also persönliche auch Überschneidungen. Und die machen dann halt viel politische Arbeit, treffen sich wöchentlich und haben auch einen gewissen politischen Output, um den es letztendlich auch tatsächlich geht. Und das ist ja dann so die spaßige Arbeit, während sich der KV halt hauptsächlich trifft, um Tagesordnungen abzuarbeiten und Verwaltungskram zu machen. Ich meine, wir haben jetzt, das ist ja auch wieder eine Maßnahme im Zuge dieser Verschlankung unserer Verwaltungsstrukturen, die ja unglaublich viel Arbeit fressen und Leute letztendlich verbrennen, weil man am Ende einfach keinen Bock mehr hat, parteiarbeit zu machen, wenn man glaubt, dass es komplett nur Verwaltung, irgendwelche Geldumbuchungen, Mitgliederzeug ist. Sodass sich praktisch dann Leute immer weiter aus Vorstandsstrukturen lösen können und stattdessen Crews, Stammtische oder irgendwelche solchen informellen Vereinigungen bilden können, die sowohl Repräsentanz machen können, also wie gesagt, die Leute gehen halt auf die Stammtische zu, statt auf die Vorstände der KVs, als auch eben so eine, also eine direkte Arbeitsstruktur schaffen können. Ich finde es zusätzlich ein besseres Modell, weil auch gerade das, was Detlef, glaube ich, eben gesagt hat, was er bei Mammelsitzungen vermisst, dass man irgendwie diesen ganzen Tratsch und Klatsch bei so informellen Mammelsitzungen nicht hat, dass sowas viel besser ist, wenn man das auf einer kleinen informellen Crew-Ebene hat. Statt dass man es in dem Vorstand macht und sich am Ende alle nur in Vorständen treffen, weil so auch viele gerade Basismitglieder da total runterfallen und so nicht eingebunden werden können. Insofern ist es hauptsächlich, dass man die gesamte Parteistruktur ein Stück weit informalisiert und aus Vorstand und Verwaltung rausnimmt und stattdessen das Ganze versucht, über Crews und Stammtische zu organisieren. Also so sehe ich diese Maßnahmen ein bisschen. Das wäre halt eine Bewegung, die man auch in Mittelfranken vollziehen könnte, die in Unterfranken, glaube ich, schon sehr gut gegangen ist und, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Und so sehe ich diese Bewegung. Und ich denke, das ist eine positive Entwicklung, weil ich habe mit Crews eine sehr gute Erfahrung gemacht. Spinni? Das ist ziemlich über die gesagt, weil ich glaube, also ich glaube, es sind eigentlich zwei verschiedene Ziele, die erreicht werden sollen. Das eine ist halt tatsächlich zu sagen, die Verwaltung muss eigentlich von den unteren Ebenen ein Stück weg, weil das ist das, was uns Personal kostet, das eigentlich woanders gebraucht wird. Ob man dann jetzt den Bezirk, ob Bezirke zusammenlegt oder nicht, ist meiner Meinung nach
ja, relativ wurscht. Was man dann machen müsste, konsequent, wäre tatsächlich die KVs, wie sie sie jetzt abschaffen, weil nach Parteigesetz haben wir diesen ganzen Schmu, den wir dann jetzt haben, dann immer noch. Weil wir können nicht einfach sagen, wir machen ein KV, wie es das Parteigesetz vorsieht und lassen dann diesen ganzen Verwaltungsgedöns weg. Dann müssen wir dann trotzdem immer noch ein Schatzi haben und sowas. Das sieht das Parteigesetz einfach vor. Das heißt, wenn wir davon weg wollen, was ich im Übrigen begrüßen würde, dann müssen wir mal andere Modelle fahren. Dann könnte man sich zum Beispiel, wie es die NRWler ähnlich machen, sagen, wir haben halt virtuelle KVs. Da gibt es halt trotzdem Gelder für ein bestimmtes Gebiet, das die Leute dort quasi auch verwenden können für politische Arbeit. Nur müssen sie den Verwaltungsschmuh nicht machen, der ist halt eine Ebene höher. Und an der Stelle, wir haben jetzt momentan sind wir in der Situation, dass die tatsächlich hauptamtliche Beschäftigung von Leuten, die Verwaltung machen, in weitere Ferne gerückt ist, als sie früher schon war. Das ist leider so. Das ist eigentlich die Frage, wie organisieren wir das wirklich so, dass wir nicht in jedem KV, und manche KV-Gründung war vermutlich jetzt betrachtet ein bisschen voreilig, das ist nicht nur Mittelfranken, auch in Oberfranken, also da will ich mal drüber nachdenken, denn was es Micha gesagt hat, ist durchaus ein Problem. Ich erinnere mich an den letzten Wahlkampf 2013, da habe ich ja hier in Mittelfranken zusammen mit dem David die Organisation gemacht in weiten Teilen. Und ich habe ja damals auch versucht, weil ich ja noch im Landesvorstand war, eben auch gemeinsam mit den anderen, mit den fränkischen Bezirken zusammenzuarbeiten. Und ich kann mich erinnern, dass in Oberfranken der dort Beauftragte, der Daniel, der ist wahnsinnig geworden, weil diese KVs es nicht geschafft haben, sich innerhalb von einer Woche mal darauf zu einigen, wie viel Flyer jetzt bestellt werden. Und ich kann mich auch erinnern, dass es mit Unterfranken nicht immer alles ganz grün war, weil da irgendwelche Leute vor der Meinung waren, wir müssen das jetzt alles ganz anders machen als der Rest des Landes. Also ich weiß ja nicht, ob das plötzlich schlagartig und auf wundersame Weise anders wird, weil dieses Nerdverhalten, das ist, glaube ich, bei der nächsten Wahl immer noch da. Das ist eher ein anderes Problem. Das, oh, jetzt kommt das lässt sich, ja. Also ich weiß nicht, ob sich das Problem lösen lässt. Also ich glaube, es ist tatsächlich notwendig, die Verwaltung in der Partei anders zu organisieren. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die Bezirksebene da die erste richtige Ebene ist oder ob man nicht eins weiter unten ansetzen müsste. Okay, der Fabian Kettler, aber ich möchte noch kurz was zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, die KVs aufzulösen, das ist ja wieder eine andere Sache. Du sagst sehr schön, Unterfranken, Oberfranken hat scheinbar nicht geschafft, die haben ja nicht so viele KVs. Bei uns sind die KVs gewesen und wir haben es, denke ich, im Mittelfranken noch ganz gut geregelt mit unserem Wahlkampfteam. Also ich glaube nicht, dass es an den KVs liegt oder an Crews liegt. Wer will, der schafft's. Und das ist die Sache. Aber dann hast du mir nicht zugehört, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, es liegt am Parteigesetz. Dass dieser ganze Verwaltungsschmuss dann immer noch da. Wenn du ein KV hast, dann am Parteigesetz, dann muss der einen Vorstand mit mindestens 3 Leuten haben. Ja, aber du hast doch gerade eben gesagt, dass das in Unterfranken und Oberfranken Probleme mit der Wahlkampagne gab. Ja, aber deswegen, das war dann eine Antwort auf mich halt. Durcheinander, was ich gesagt habe. Alles klar, Fabian. Wenn ich das richtig sehe, wir haben doch eigentlich an sich gerade im Bezirksvorstand, haben wir doch eigentlich schon eine Arbeitsteilung. Wir haben einen politischen Geschäftsführer, der eigentlich die Politik nach außen betreiben soll. Und wir haben einen Vorsitzenden, Stellvertreter, also einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter-Vorsitzenden, die im Grunde die Parteimitglieder intern ja eigentlich koordinieren, organisieren, die ein bisschen so drüber arbeiten sollen. Wir haben einen Gensec, der bewusst die Mitglieder verwalten soll. Wir haben einen Schatzmeister, der die Finanzen macht. Also kann man insofern teilen, Polgev und erster, zweiter Vorsitzender macht die Politik nach außen, währenddessen ja Gensek und Schatzmeister an die Verwaltung macht. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon im Vorstand diese Teilung. Deswegen frage ich mich jetzt so die ganze Zeit, was ist jetzt dann immer so diese Riesenverwaltung, von der jetzt die Rede ist. Deswegen sehe ich so, wie Jürgen da sagt, die eigentliche Verwaltung fällt doch eigentlich beim Schatzmeister im Gensek an. Und deswegen habe ich mir auch schon im Vorfeld, ich habe auch die E-Mails gelesen mit den zwei Mails, die da drüber kamen, habe ich mir eben auch schon gedacht, warum kann man nicht die Vor- und Nachteile kombinieren? Warum kann man nicht sagen, wir haben einen politischen Vorstand, den wir dabei belassen, mit ersten und zweiten Vorsitzenden und einem Vollgeff. Je nachdem nach Parteiengesetz muss man halt entsprechend die Regeln einhalten, aber auf jeden Fall einen politischen Vorstand schafft, der in den Bezirken weiterhin existiert, die Nähe zu den KVs oder zu den Crews oder Stammtisch und so weiter auch pflegt. Und man schafft einen separaten Verwaltungsvorstand, der die kompletten fränkischen Bezirke zusammen macht. Denn dort kann ja dann Arbeit eingespart werden. Wie du sagst, Hilmar, dann müssen ja 3 Leute 3-mal die Arbeit machen. Also warum kann man das nicht trennen? Also warum macht man nicht diesen politischen und diesen Verwaltungsvorstand? Okay, also jetzt hätte man es ja auch. Ja, ich muss bloß die Reihenfolge noch beachten. Erstmal der Dennis, der so ganz hinten sitzt, und dann kommt Tobias, ja, jetzt seht ihr nicht, wenn er sich meldet. Tobias, Uwe und Hildo, oder noch? Okay. Also ich finde dieses Zusammenlegen für den ganzen Verwaltungsbereich grundsätzlich nicht schlecht.
durch die Aufteilung, wie sie jetzt der ist, von der Größe des Bezirksvorstands, jetzt gerade hier in Mittelfranken, dürfte es dann aber nicht mehr reichen. Also dieses Zusammenbringen der Leute im Bezirksvorstand ist die Frage, auch wie jetzt die anderen Bezirke das sehen und wie viele Leute jeweils in den Vorstand reinkommen, weil es kann sonst passieren, dass wir eventuell, ich sag mal, 10 Vorstände haben, damit auch Ober- und Mittelfranken jeweils gut vertreten sind. Und ich bin der Meinung, man sollte das zusammenlegen, damit man wirklich die Verwaltung vereinheitlicht, sage ich mal. Und den Rest, das ist dann der nächste Schritt, die KVs, die halt nicht groß genug sind und die meisten sind es nicht mehr inzwischen, da sind die Aktiven, sind der Vorstand, einfach als Fuß umbaut und dann haben wir alle unseren Spaß. Okay, dann Tobias. Ja, zum Thema Bürokratie und Vorstände, ja, das führt zu einer gewissen Bürokratisierung, wenn man halt mehr so Plätzchen hat. Da muss man sich aber halt auch mal überlegen, ob man manche Vorstände vielleicht auch mal kleiner macht, entweder halt von Kreisverbänden oder eben auch von Bezirken, wo nicht mehr so viele Leute da sind. Ist kein Verbrechen, wenn ein Bezirksverband vielleicht bloß 5 Vorstände oder Vorstandsmitglieder hat, kann man durchaus machen. Und zum Thema KVs, ich sehe schon, dass das ein bisschen miteinander zusammenhängt, wenn es halt keine KVs gibt, zum Beispiel jetzt in Unterfranken, dann sollte man sich zumindest bemühen, die nächste Gliederungsebene, das sind die Bezirke, dann vielleicht doch nicht ganz so weit oben zu machen, ganz so weit weg zu machen, sondern die halt wieder näher ranzuführen. Und diese virtuellen KVs, die haben wir de facto in Mittelfranken auch schon für Neustadt, Alfbad, Winsheim, für Rot-Schwabach gehabt. Wir hatten immer Gelder für diese Gebiete, die wir wirklich reserviert haben, auch wenn dort kein KV war. Dort ein Stammtisch sich gebildet hätte oder irgendwer sagt, ich brauche Geld für den Infostand, hätte er diese Gelder halt abrufen können, ja? Oder halt er jederzeit gekriegt und genau das kann man ja machen. Da ist eher sinnvoll, dann sich zu überlegen, was man mit den KVs macht und die Bezirke vielleicht auch mehr an sozusagen vor Ort zu lassen. Ja, du erzählst doch der Versammlung. Ich gehe einfach mal weg. Ja, unser Grenzer geht da, deswegen habe ich nur schnell was übergeben. Wichtige Dokumente. So, weiter geht's. Geldbündnis. Ja, nein. Kommt später, was es war. Das werde ich auch machen. Okay. Warst du fertig, Tobias? Ich bin fertig. Warst du schon, Uwe? Nein. Mit Tilke und dann Otto. Ja, ich hatte auch schon längere Diskussionen über das Thema, auch mit Detlef und mit anderen. Ich sehe das einfach. Ich sehe, das ist einfach jetzt eine pragmatische Lösung, die wir finden müssen. Wir sind viel zu groß geworden von den Strukturen her, von der Verwaltung. Wir haben immer weniger Leute, die das machen können. Das heißt, wir müssen handeln, ob wir wollen oder nicht. Nicht nur in den KVs, in den Landesverbänden, das wird auch noch ganz nach oben gehen müssen. Wir müssen uns insgesamt verschlanken innerhalb der Partei. Weil wir haben nicht nur viel zu viele Köpfe, die was machen. Wir haben total komplizierte Strukturen, auch wenn es um die ganzen Medienlisten und was weiß ich alles geht. Das muss alles verschlankt werden, sonst werden wir es personell nicht schaffen. Okay, Wilke. Ja, wir sind jetzt ein bisschen gewundert, dass die Diskussion plötzlich von Bezirksverbänden auf Auflösung von Kreisverbänden ging. Und, also ich, das habe ich gerade schon erwähnt, aber. Okay. Das hattest du schon erwähnt, da wollte ich dir beipflichten und ich würde eben sagen, also ob ich jetzt einen Stammtisch oder einen Kreisverband habe, im Kreisverband ist die Verwaltung, bei einer Forschung bin ich auch da, sehr überschaubar, allerdings zugegebenermaßen dank des sehr guten Modells mit der Verwaltungsgemeinschaft mit Detlef, der das hervorragend macht. Aber zumindest in der Konstellation ist der Verwaltungsaufwand für einen KV, zumindest für unseren, wirklich sehr überschaubar. Das ist bestimmt kein Hinderungsgrund. Und ich denke mal trotzdem, dass wenn man das KV auftritt und zum einen dann in der Presse auftritt oder mit anderen lokalen Organisationen, dass man einfach ein anderes Standing hat, dass man dann eben als Kreisverband auftreten kann, als eben irgendwas, Stammtisch. Und es ist einfach auch so, dass man eben auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Also ich denke mal, dass dort, wo Kreisverbände sind, wenn auch insgesamt leider mit abnehmender Tendenz, aber doch letztendlich noch mehr läuft, als in denen, wo keine Kreisverbände sind.
Also ich halte das jedenfalls für eine sehr gefährliche Entwicklung halten, die Kreisverbände aufzulösen. Die Verwaltung zu vereinfachen, ja, das heißt diese Modelle, und vielleicht kann man eben auch bei den Bezirksverbänden so Modelle machen, dass man eben eine Verwaltungsgemeinschaft bildet und eben damit diese Arbeit vereinfacht. Aber eben tatsächlich eben auch so, wenn dann unter von dann überhaupt keine Gliederung mehr da ist, das würde ich dann schon auch ein bisschen für bedenklicher halten. Ne? Kurz der Plan, Otto, Spinni. Vielleicht kann der Max noch mal ganz kurz sagen, weil die Idee kam mir eher als Unter- und Oberfragen, das zusammenzulegen. Warum wir eigentlich zusammenlegen wollen, vielleicht danach noch mal kurz. Ne? Aber lass mal erstmal die zwei noch und dann. Ist das okay für dich, Max? Ja, klar. Ja. Gut, Otto. Bei der Zusammenlegung der Bezirke macht wahrscheinlich wirklich nur Sinn, wenn längerfristig oder kurzfristig gesehen die KFAs auflösen. Ich halte die KFAs auch nicht für notwendig, was jetzt die Verwaltung angeht. Ich finde es eine wesentlich sympathischere Vorgehensweise eine Crewbildung. Deswegen hat man ja trotzdem die Ansprechpartner in Nürnberg und Fürth und so, wenn jeder seine Crew hat. Aber diese Crews sind dann wenigstens, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig viel Verwaltung in den KV sind, haben wirklich die Ressourcen frei, tatsächlich politische Arbeit zu machen. Also von daher fände ich das, die Zusammenlegung sinnvoll und auch die Auflösung der KVs. Also was jetzt? Also ihr redet einen Moment nur um die Zusammenlegung der Bezirke. Aber gut, ja, Spinni, und dann erzählst du mal kurz der Max, was der Vorteil ist, warum ihr es machen wolltet. Also auch wenn ihr jetzt alle gerade sagt, wir reden jetzt nur über die Zusammenlegung der Bezirke und nicht über die Auflösung der KV, also das ist genau der Punkt, das tun wir nämlich nicht. Wir reden über eine Neuorganisation der Partei innerhalb Bayern. Und das ist halt ein Unterschied. Und ich glaube, man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Denn wenn wir über Verwaltungsaufwand reden, was haben wir denn in der Verwaltung? Wir müssen uns um die Mitglieder kümmern, also Eintritte, Austritte. Wir müssen gucken, dass sie ihren Beitrag bezahlen. Und das macht, wenn sie ganz brav sind, die Mitglieder, geht das ja direkt übers Bundeskonto. Das heißt, damit haben wir eigentlich gar nichts mehr zu tun. Es klappt natürlich nicht hundertprozentig, aber ich würde mal sagen, mittelfristig dürfte die Quote 90% durchaus realistisch sein. So, was haben wir denn dann noch? Dann haben wir die Scheißrechenschaftsberichte. Und die müssen wir für jede Gliederung, die nach Parteiengesetz quasi existiert, erstellen. Und ob wir das jetzt weiter oben ansehen oder nicht, dieser Scheiß bleibt für jede Gliederung. Egal, ob in diesem Kreisverband 500 Euro umgesetzt werden oder 5.000. So, dann geht das noch weiter höher, dann kommt es zum Landesschatzi und dann geht das irgendwann zum Wirtschaftsprüfer. Das heißt, jede Gliederung kostet bares Geld. Das würde man ein bisschen vergessen. Also wenn wir was sparen, dann ist es Verwaltungsaufwand im Sinne von wir sparen Geld. Das ist durchaus ein Punkt. Und ob jetzt ein KV dazu führt, dass mehr los ist oder nicht, mag sein, dass sich der ein oder andere noch ein bisschen mehr bei seiner Ehre gepackt fühlt, dass da vor Ort noch jemand mal wieder in den Vorstand geht, aber das heißt nicht, dass da mehr los ist. Also das würde ich bestreiten wollen. Und deswegen halte ich auch jetzt nichts davon, diese ganze Debatte oft darauf zu verkürzen, legen wir jetzt die Bezirke zusammen oder nicht, weil das wird das Problem nicht lösen, das wird auch nichts wirklich ändern, außer dass sich dann ein Bezirksvorstand persönlich noch seltener sieht. Also insofern würde ich muss diese Debatte eigentlich wirklich lauten, wie machen wir eine andere Verwaltung. Wir haben ein bisschen das Problem in den Piraten, dass wir das nie generalstabsmäßig geplant haben, wie man ja jetzt eigentlich erwarten könnte, sondern dass das organisch gewachsen ist. Und wenn ich mich mal in anderen Parteien umgucke, dort ist zum Beispiel diese Unsitte, dass jeder Kreisverband seine eigene Satzung hat, überhaupt nicht vorhanden. Da hatte ich mal einen Bezirksverband unter Umständen eine Satzung. Da gibt es eine Landessatzung, es gibt Bezirke, es gibt Kreise und vielleicht noch Ostverbände, wenn die Partei groß genug ist. Aber das ist dieser Wildwuchs, das ist das viel größere Problem. Wie soll man das denn zusammen mergen? Also wenn ich mir das vorstelle, so als drei Branches und jetzt merge ich das mal zusammen, ist ja wahnsinnig. Wie soll das denn funktionieren? Also ich glaube, diese ganze Verwaltungsgeschichte darauf zu sagen, wir überlegen die Bezirke zusammen oder nicht, damit alles gut ist, Unsinn. Also entweder wir machen das wirklich mal eine richtige Debatte darüber, wie wir diese Partei in Zukunft organisieren wollen. Meinetwegen erstmal nur in Franken, ist mir wurscht, aber ohne die KVs braucht man darüber nicht diskutieren. Also ich finde das zu kurz gefasst. Das ist nicht mein Vorschlag gewesen, die Diskussion. Jetzt hätte ich gern erstmal den Max vielleicht kurz nochmal zu Wort kommen lassen. Warum denn das bei euch überhaupt auf der Tagesordnung vielleicht? Ja, damit man auch mal sieht, wer der Max ist. So, hallo. Also
vielleicht komisch, dass ich jetzt hier stehe, aber die Idee ist eigentlich gar nicht auf meinem Mist. Weil das hier aber aus unserem Bezirk kommt, ist vielleicht ein kleines bisschen logisch. Vielleicht gerade auch deshalb, weil wir keine KVs haben oder schon länger mit informellen Strukturen arbeiten. Das heißt, man würde da im Prinzip nicht viel vermissen und denkt, man könnte den Bezirksverband ähnlich organisieren, wie man bisher die Arbeit auf Kreisebene organisiert hat. Das kommt ursprünglich von Dominik, aber die Argumentation ist eigentlich logisch. Wir haben es viele Piraten an Stammtischen, jetzt auch in Würzburg, in Schweinfurt oder auch ganz weit am Ende von Bayern, in Aschaffenburg. Das gehört nur zu Bayern. Und klar, da gibt es auch Bedenken, dass bei so einer Fusion der Kontakt verloren geht, dass es unpersönlicher wird. Denn von Aschaffenburg aus ist Nürnberg doch schon eine ganz weite Strecke. Damit überlegt, wie man das organisieren kann. Aber wir haben vor allem viele Leute, die gehen zum Stammtisch, weil sie über Politik sprechen möchten, weil sie sich für Lokalpolitik interessieren, weil sie vielleicht mal zu ein oder zwei Veranstaltungen gehen, einen Infostand machen. Aber wenn man die fragt, wollt ihr in den Bezirksvorstand, dann rennen die schreiend davon. Weil das will sich kein Mensch antun für ein Jahr. Viele von den Basispiraten möchten es einfach nicht. Die möchten eine Partei nicht hauptamtlich oder als Nebenjob betreiben. Die möchten einfach Mitglied sein und hin und wieder mal was mitmachen. Das sind die allermeisten. Das heißt, wir überlegen dann auch, wie sieht der neue Bezirksvorstand aus. Wir kriegen wahrscheinlich sogar irgendwo wieder den Siebener Vorstand aus dem Hut gezaubert. Das sind auch wieder zum größten Teil die Leute, die jetzt schon drin sind. Und ob man dann wirklich Lust drauf hat, ist noch so eine andere Frage. Man hat dann auch schon auf Bezirksebene jetzt 3 oder 4 Mannbesitzungen insgesamt pro Woche. Dann hat man noch mit der Verwaltung was zu tun. Dann stimmt man wieder an der einen Stelle der Schuhe, dann wieder an der anderen. Man ist eigentlich zum allergrößten Teil wirklich mit dem Tagesgeschäft mit der Verwaltung ausgelastet. Und wenn da mal ein echter politischer Termin kommt, sei es jetzt, ja, dieses Wochenende hätte ich auch zu einer Menschenkette gegen rechts gehen können in Würzburg, da gehen jetzt andere hin, aber oder man hätte einen Infostand machen können. Solche Termine sind dann nur noch einer unter vielen lästigen Terminen, obwohl es eigentlich das ist, wofür man eigentlich Politik machen wollte. Und das ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte, das könnte verloren gehen. Und klar, warum es bei uns entsteht, wir haben informelle Strukturen auf der Kreisebene, die Stammtische erledigen das, was hier vielleicht in vielen Teilen die Kreisvorstände tun. Wenn mal irgendwo Kommunalwahlen sind, dann gab es diese Gebietsversammlung, die wir bei uns schon länger in der Bezirksatzung stehen haben. Die machen dann halt ihre Listen. Und ja, wenn man auf Bezirksebene mal sowas braucht, dann kann man da ja auch eine Gebietsversammlung hinschmeißen oder man hat auch einen Vertreter. Da würde uns nicht viel verloren gehen. Man kennt also diese Arbeitsweise in solchen Strukturen und würde im Kern nichts vermissen. Deswegen ist es logisch, dass die Idee daherkommt. Die Oberfranken waren recht schnell davon zu begeistern. Bei denen sieht es ein kleines bisschen dürftiger aus, auch von der mit der Personalsituation, die haben allein schon Probleme, einen Kreisvorstand zusammenzubekommen. Am kritischsten ist natürlich immer das Schatzmeisteramt, wie es in jedem Bezirk ist. Die Verwaltung ist immer das ekelhafteste und Schatzmeister ist nochmal ein besonders widerliches Amt. Ein so ehrenvolles Amt, das die Tätigkeit. Deswegen würden wir uns gerne den Detlef vorgehen. Gemeinsam mit den Oberfranken. Nee, Unterfranken kriegt auch einen Schatzmeister. Der Michael würde das wahrscheinlich auch nochmal machen, aber der hat ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darauf und ich kann ihn gut verstehen. Man hätte Lust drauf, das gemeinsam zu machen. Man hält es für eine gute Idee. Es wäre wahrscheinlich kein Weltuntergang, wenn es nicht passiert, aber wir halten es für eine vernünftige Lösung. Und bevor jetzt am Ende in Oberfranken irgendwann gar kein Vorstand mehr zusammenkommt oder sich da was auflösen muss, das ist immer eine furchtbare Geschichte, wenn sich was auflöst, dann fehlt plötzlich irgendwas komplett vor Ort, dann ist da ein Vakuum. Und der arme Landesvorstand muss dann diese ganze Arbeit noch mitmachen. Denken wir mal an die Schatzmeisterei oder denken wir an die Mitgliederverwaltung. Das ist alles ein Haufen zusätzlicher Futter, der noch kommt. Und ich denke, darauf können wir doch alle gut verzichten. Da glaubt doch mal der Landesvorstand. So, jetzt sind erstmal alle meine Meldungen aus dem Gedächtnis geschrieben. Ich weiß noch, dass sich der Landesvorstand dazu äußern wollte. Aber auch am Landesvorstand. Ja, aber ja, die ist ja Unterfragen gesprochen. Nein, ich wollte eigentlich nur noch Spiegel ergänzen. Also, es ist halt nicht nur der Rechenschaftsbericht und den gehen sich den einen oder anderen aus dazu bearbeiten, sondern es sind auch so banale Dinge wie Neumitglieder aufnehmen, was es einfach sehr, sehr, sehr schwer macht, da den KV einzuschreiben. Der KV muss sich dann treffen in der Vorstandssitzung und dann nimmt er das Mitglied auf oder nicht. Das haben wir auch mit Mittelbanken. Das klappt teilweise gut und teilweise ist es recht zäh, da irgendwelche Antworten zu bekommen oder da überhaupt erstmal Informationen zu bekommen. Das nächste ist, also eure Webseite, ich habe mir die letztens mal spaßeshalber angeschaut, da ist Mittelfranken noch recht gut. Da ist Oberfranken, mir fällt da, ich glaube, Frau Corona, das war ganz, ganz übel. Da gibt es so Dinge, wo hier, ja, ich weiß nicht, 2012 der letzte Eintrag ist. Und das betrifft Wiki-Seiten, das betrifft Webseiten. Und ja, bitteschön, ich verstehe überhaupt nicht. Man sagt immer Mitgliederverwaltung oder Verwaltung an sich ist nur der Schatzmeister und die da geht sich, aber natürlich müsst ihr euch auch um eure Webseiten kümmern, ihr müsst auch mal die eine oder andere E-Mail beantworten. Das ist auch alles Arbeit und ich finde, das, also
ist nur eine Verschlackung. Verminderung der Arbeit auf einen Vorstand ist da wesentlich von Vorteil. Und es sagt keiner, dass eure KVs auflöst, aber Spinning hat recht, das ist wohl ein bisschen Thema, aber wir müssen die Parteien Bayern zumindest mehr strukturieren. Es funktioniert in Oberbayern recht gut, die haben auch virtuelle KVs. Also es gibt teilweise, weiß ich nicht, Gemeinderäte, die sind in keinem KV, also es gibt einfach eine Gemeinde, der ein KV-freies Gebiet, und es funktioniert auch, die haben ihr Budget und alles ist gut. Aber ja, also ich kann das nur unterstützen. Ich hoffe, dass die drei Bezeuge zueinander finden. So, jetzt wird es lustig. Da vorne war mir dann nicht. Ja, ich gehe mal so rüber und zum Beispiel, wer es sagen will, kommt dann. Dann gehen wir vom E-Mail hin dazu. Vom E-Mail richten hin dazu. Also, ich wollte zwei Fragen eigentlich stellen. Und zwar, kann eine Person auch in allen drei Bezirksvorständen die gleiche Position einnehmen? Also ist mir das ist eine Frage vom Parteigesetz, weiß ich nicht. Also ab einer und nur zum Beispiel der Schatzmeister in allen drei sein. Nein. Dann hat sich die zwei auch schon. Geht nicht. Man kann nur das entsprechend weiterleiten, die Tätigkeit, aber du brauchst einen Schatzmeister, der in dieser entsprechenden Gliederung wirklich auch gewählt wird. Das hatten wir schon mal besprochen letztes Jahr mal. Noch eine zweite Frage. Nee, dann du bist gestorben. Wolltest du was sagen? Ja, also ich finde, wir sollten jetzt ja dann doch uns wieder dazu besinnen, auf die zusammenliegenden Bezirke drüber zu reden und über die Auflösung der KVs zu reden. Genau. Weil dann könnten wir jetzt einen neuen Tagesordnungspunkt machen, Auflösung der KVs, ja. Und dann soll ich mal einen Antrag stellen. Aber genau. Im Tagesordnungspunkt steht nichts gegen Auflösung von KVs. Also ich wollte genau gerade das auf Spinnis-Diskussion eingehen. Wir müssen darüber diskutieren, wie wollen wir diese Partei strukturieren. Und wenn jetzt jemand einen Antrag stellen will, das auf einen anderen Tagesordnungspunkt zu verlegen, dann soll er es besser jetzt tun, bevor ich rede. Ansonsten würde ich sagen, wir scheißen darauf, wie dieser Tagesordnungspunkt heißt und reden über die Strukturierung der Partei. Bestimmt. Also will jemand spontan einen Antrag stellen, um für eine Änderung der Tagesordnung, dann würde ich sagen, wir machen einfach, was wir wollen. Ich muss ja immer beide Hände geben, während die Geschäftsordnung genau. Antrag stellen. Ja, die haben die ohne gelesen, das ist gut. So. Daniel, muss erst mal. Also ich will bei dem ganzen Thema ein bisschen hin und her gerissen und ein bisschen finde ich auch der Argumentationsaspekt. Auf der einen Seite sagt man möchte alles zusammenlegen, weil man die Arbeit doppelt macht. Auf der anderen Seite wird erzählt, dass der Schatzmeister und der Gänsejäger bloß ein Teil der Arbeit ist und so Dinge wie Webseiten und sowas auch viel Arbeit sind, was auch stimmt, aber die Arbeit fällt ja nicht weg. Das wird ja auch nicht weniger. Also irgendwie ist das in München in Rechnung zu sagen, wir machen jetzt alles einen großen und dadurch wird die Arbeit weniger. Man kann sicherlich Synergien schaffen, aber nicht in dem Maße, wie es hier teilweise kommentiert wird. Und gerade Dinge wie Webseiten brauchen wir ja nach wie vor lokal. Man kann ja nicht eine Großreich-Franken-Webseite machen. Ja, für mich ganz schlüssig, also die Argumentation. Die Strukturreform, die kann man sich gerade erfüllen, ist vielleicht auch wichtig, gerade die Geschichte mit den gesetzlichen Pflichten einer offiziellen Gliederung, das ja schon ein Problem ist, darüber kann man gar nicht sprechen, aber jetzt diese Diskussion, ob man jetzt die drei Bezirke mal schnell zusammenlegt, weil eben die anderen Bezirke quasi Detlef haben wollen, im Endeffekt ist ein bisschen zu kurz. Okay. Gut, Dennis, Dickmar und dann habe ich nichts hängen. Dann hier so, machen wir einen Bogen hier irgendwie wieder rum. Bitte. Ich würde wirklich vorschlagen, dass also diese ganze Diskussion, wie wir die Partei strukturieren, vielleicht ans Ende gestellt werden soll. Ansonsten sind wir nämlich heute Abend noch nicht fertig, man könnte einen Vorstand gewählt. Ja. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, ein Antrag aus dem Meinungsbild, wie es ist, ja zusammenlegen oder nein zusammenlegen. Und wenn es eindeutig ist, dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid. Wenn es uneindeutig ist, können wir später nochmal drüber reden und vielleicht einmal einen programmatischen oder Verwaltungsparteitag dafür ansetzen. So, lustig, jetzt haben wir aber fünf Leute auf der Liste. Machen wir das kurzes Meinungsbild, das können wir nochmal wiederholen. Ich würde mal kurz dann um das Meinungsbild bitten, dass... Ich habe eine Frage zu dem Meinungsbild. Ja. Welche Auswirkungen hat dieses Meinungsbild eigentlich? Das Meinungsbild hat folgende Auswirkung. Wenn sich sehr viel dafür entscheiden, dann würden wir demnächst, und das muss natürlich noch Ober- und Unterfranken auch ein entsprechendes Meinungsbild haben, dann würden wir uns nochmal zu einem eventuellen Zusammenlegen der Bezirks...
Bezirke treffen und dann wird dann so und so dann nochmal abgestimmt. Also wir können ja hier nicht einzeln abstimmen. Ja. Das heißt, es geht nur darum, wie ist denn die Stimmung in Mittelfranken? Wenn jetzt alle sagen, nö, wollen wir nicht, dann wird sich Unter- und Oberfranken, können gerne einladen, aber dann kommen wir halt nicht. Ne? Also das ist das, was eigentlich der Hintergedanke ist. Ob überhaupt eine Einladung sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt einlade und keiner will, dann ist das verschwendete Zeit, wie es ja oft bei den Piraten bei. Aber gut, dafür sind wir ja beim Piraten. Also, ich würde jetzt einmal kurz ein Meinungsbild einholen, wer sich im aktuellen Diskussionsstand. Ist das zwei Hände oder ist das. Ich wollte nur mal fragen, ob man das vielleicht die Frage ein bisschen anders formulieren kann. Weil, wie gesagt, ich finde das jetzt so pauschal ein bisschen wenig aussagekräftig. Vielleicht können wir es irgendwie so formulieren: Wer ist dem gegenüber aufgeschlossen, eine Debatte mit den anderen drei Bezirken über eine Struktur? Ja, die Debatte machen wir gerade schon, Daniel. Nein, es geht ja darum. Lege ich jetzt die drei zusammen? Ja, nein, das ist jetzt schwierig, weil was sind die Rahmenbedingungen? Ja, ja. Der eine sagt, ja, wenn, dann müssen wir die KVs auflösen, der andere sagt, ja, die KVs, die sind jetzt davon unabhängig. Und man kann ja auch darüber diskutieren, die Verwaltung anders zu verschlanken, dass man die Bezirke vielleicht lässt und man sagt, in der Ansicht darauf, man legt Kreisverbände zusammen in größeren Gebieten, sagt, West-Mittelfranken, Ballungsraum-Nürnberg und sonst was. Das ist alles eine größere Debatte, die mit der einen Fragestellung ich jedenfalls nicht beantworten kann. Also generell müsst ihr euch klar sein, die KVs können wir so nicht auflösen, die KVs müssen sich, wenn überhaupt, selbst auflösen. Da muss man entsprechend einladen, also wenn ihr sagt, wir wollen die KVs auflösen, ja, dann ist das so und so hier, lalala. Ne? Genau. Also die Diskussion, das ufert jetzt extrem aus, ich kenne das ja, es geht sich immer wieder im Kreis. Ich will das noch ganz kurz, bevor das Meinungsbild mache, ich will das Meinungsbild. So, aus. So, bevor dann lasse ich nochmal den Detlef reden, weil alle wollen den Detlef haben. Mein Detlef. Der beste Detlef, den ich kenne. Also folgendes. Der Tagesordnungspunkt, der heute auf der Agenda stand, ja, war nur ein Meinungsbild abzufragen, ob Bezirksvorstände etwas für euch ausarbeiten wollen für Plus und Minus. Argument Pro und Contra. Es geht nur darum, könnt ihr euch vorstellen, ein Großreich Franken zu gestalten, ja, um die Verwaltung zu verschlanken. So diese Diskussion, die wir jetzt momentan haben, die findet dann auf einem Frankenparteitag statt, wenn alle drei Bezirke ein positives Meinungsbild abgegeben haben, dass sie sich das vorstellen können. Ja? Alles andere ist doch Makulatur. Wir können doch gar nichts bestimmen hier. Wir können nur sagen, ja, wir können es uns vorstellen, bringt Argumente, dass ihr uns überzeugt. Wir wollen euch ja überzeugen. Ja? Ich bin zum Beispiel dafür, weil ich gemerkt habe, dass wenn wir die Finanzen zum Beispiel auf einen Punkt konzentrieren und die anderen mitmachen, dann flutscht es einfach. Ja? Und genauso geht es mit anderen Punkten. Natürlich haben wir jetzt drei Bezirksvorstände, was soll der Krampf? Ja? Aber die Argumentationen und eure Meinungen sind uns natürlich wichtig. Heute geht es nur darum, könnt ihr euch vorstellen, die Bezirke zusammenzulegen und wenn dieses Meinungsbild positiv ist, dann werden die Bezirksvorstände, die auch schon zusammengesessen sind, Argumente ausarbeiten, pro und contra, und dann gibt es einen Parteitag nur für dieses Thema. Und da kommt jeder zu Wort, jeder kann seine Sachen vorbringen und da wird dann entschieden, ob wir überhaupt, auch da wird noch nichts entschieden. Denn es ist nämlich eine Urabstimmung erforderlich und. Das geht also nicht. Wenn wir sowas machen, dann dauert es über ein halbes Jahr. Aber ich zum Beispiel, warum soll ich weiter mit den Unterfranken oder mit den Oberfranken behandeln, wenn ich weiß, dass die Mittelfranken sowieso ablehnend dem gegenüberstehen? Es geht jetzt momentan nur um ein Meinungsbild. Das sollten wir wissen. Wollen wir denn mal Politik machen? Und wenn wir über sowas diskutieren? Ja, wir diskutieren darüber. Über Politik würde ich mich auch gerne freuen. Dann möchte ich mal die 1 bauen. Und die ganzen okay. Also, jetzt sind wir wieder bei der Stelle, wo ich gerade eben nach dem Sinne war. Ich hätte gerne einfach ein Maisbild, ob ihr euch vorstellen könntet. Wie es der Delef so schön gesagt hat, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns zusammenlegen, das können wir nicht entscheiden. Wir entscheiden jetzt hier nur, wie die Stimmung ist und ob wir dann praktisch mit Unter- und Mittel-Oberfranken zusammen langsam dreht, glaube ich, ein gemeinsames Treffen machen mit allen Mitgliedern. Also, das sind nicht nur die Vorstände da,
auch wenn es so ausschaut bei uns hier, sondern können wir uns das vorstellen, uns zu treffen, nochmal zu diskutieren und dann wird überhaupt nur entschieden, wie der Detlef sagt, mit einer Urabstimmung. Kannst du jetzt bitte mal dein Meinungsbild entweder formulieren, könnt ihr euch vorstellen, euch zu treffen, oder könnt ihr euch vorstellen, die Meinungsbild zusammenzulegen? Du kannst es nicht jedes Mal ändern, was soll ich ins Protokoll schreiben? Okay, hört ein bisschen zu. So, nee, du hast beides gesagt. Meinungsbild, könnt ihr euch vorstellen, dass wir uns treffen, was willst du denn haben? Ist mir egal, du sollst einfach mal einkonsistent sagen. Wer wollte das Meinungsbild? Dennis wollte es. Hey, Dennis, formulier mal dein Meinungsbild. Könnt ihr das bitte mal konsistent formulieren? Also ganz einfach. Könnt ihr euch vorstellen kann man sich alles. Vorstellen kann man alles. Türkisch zusammenzulegen, ja oder nein? So steht es jetzt im Protokoll. Genau. So anders, als du es gerade gesagt hast. Ja, so wohl ist es auch nicht, aber ist okay. So, dann machen wir das Beispiel von Dennis, weil das eins. Ich mache dann danach noch eins. Also, wer kann sich vorstellen, in der aktuellen Diskussion, die Bezirke zusammenzulegen. Ne? Also, das ist halt das so. Ich habe jetzt das geschrieben, was er gesagt hat. Nicht, was du gesagt hast. So, also, das schaut irgendwie recht. Können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist das eine Meldung damit? Was? Deine, alles so klein, deswegen bin ich. Wir hätten eine Stimmzettel oder so. Ah, ja, danke. 12 hätten wir jetzt hier. Habt ihr eine Aggregierungszahl? Wie viel haben wir im Moment? 22. So, wer ist dagegen? Es gibt noch Enthaltungen, ihr müsst euch gar nicht melden. Warte mal, was war die Frage? Oh. Oh. Ja, aber ich glaube, ich 15 kann ich mir vorstellen. Könnt ihr euch vorstellen, die Frage zusammenzulegen oder nicht? 15 dagegen. Und der Rest ist in 6 jetzt auf einmal. Das ist deutlich positiv. Ja, und der Rest enthält sich logisch. Also 12 zu 6. So. Von einem Meinungsbild ist auch schön. Ja, das heißt, rein theoretisch vom Meinungsbild würden wir uns halt irgendwann für so ein. Genau, treffen, mehr ist es nicht. So, und dann könnten wir die Diskussion nochmal weiterführen. Ich denke, die Diskussion über die Struktur der Partei ist riesig groß und die müssen wir so und so führen. Aber die würde jetzt im Rahmen dieser Sitzung einfach sprengen. Ist das okay? Seid ihr da der Meinung, dass wir vielleicht zum nächsten Punkt übergehen können? Ja. Ich danke euch recht herzlich. So, der nächste Punkt ist Finanzierung und Weiternutzung der Geschäftsstelle. Vom Detlef weiß ich ja ungefähr, dass die Geschäftsstelle uns 9.000 Euro ungefähr kostet im Jahr, die wir aus diversen Töpfen bedienen. Das sind dann aber eben bei diesen 9.000 Euro haben wir relativ wenig Spende, kontinuierlich reingehen. Und wir müssen halt einen großen Betrag dann praktisch aus unserem Parteibudget nehmen. Ich weiß nicht, wie viel es genau ist. Dieses Jahr mal ging es noch einigermaßen, aber wir wissen immer, wie es nächstes Jahr ausschaut. Dieses Jahr hatten wir noch einen Budgettopf vom Landesvorstand, der uns da unterstützt hat. Wir wissen nicht, ob es diesen Budgettopf nächstes Jahr gibt. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass wir diese Kohle nicht haben und dementsprechend ein Jahr zu zahlen sehr viel Geld kostet, das auch im Wahlkampf fließen kann. Welcher Anteil, also 9.000 Euro? 9.000 Euro. Dran? Kostet. Alles. Ja. Gaswasser, Scheiße. Ja. Okay. Haben wir maximal reduziert, soweit es und wie viel kommt davon aus Töpfen, die nicht fränkische Gliederungen sind? Also Spenden, Landesverband, welcher Anteil davon ist quasi nicht direkt? Ja, also die Aufteilung ist eigentlich relativ einfach. Wir haben natürlich die ganzen Kosten, die hier entstehen. Das ist das Gas, das ist der Strom, das ist das Telefon, das ist praktisch die Miete selbst. Und das sind einmal die Kosten, egal wie wir Spenden annehmen. Das kommt auf jeden Fall. So, auf der anderen Seite ist natürlich der Schatzmeister bemüht, diese Kosten zu kompensieren. Das heißt, er bettelt bei den KVs, wie immer, und das kommt auch wieder. Ich glaube, da braucht ihr euch gar nichts aussetzen. Ich bettel natürlich beim Landesverband. Das heißt also, ich habe mit dem Klaus ja das Laske ausgemacht, dass wir im Prinzip diesen Fördertopf von 2250, den wir haben, monatlich mit 211 bestückt bekommen. Das heißt, das ist eine Einnahme, die wir haben. Aber aus politischen und aus finanziellen Gründen wird es nächstes Jahr wahrscheinlich keine Fördertöpfe mehr geben vom Landesverband. Das heißt, diese 211 Euro fallen weg. Jetzt hat er aber den Fehler gemacht, der Geldpirat, dass er uns faktisch belohnt für schnelles Buchen. Wir sind sehr schnell. Das heißt, wir überweisen, wir machen unsere Buchung schon in der Nacht zum Ersten. Ja, nachts um 3 geht es schon über Probe ins Sage. Das heißt also, er kommt man nicht aus und wir haben also im Schnitt 230 Euro Festeinnahmen, die können wir fest einplanen. Pro Jahr oder? Pro Monat. Wenn die KVs auf ihren Anteil verzichten, deswegen habe ich euch gebeten, eben einen Umlaufbeschluss zu machen, weil er da recht viele Probleme gesehen hat, weil es ja Geld der KVs ist. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt für die S hernimmt, da sind es halt auch wieder so schlappe 2,5.
die wir haben. Das heißt also, wir haben das auf der einen Seite kompensiert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich meine Plädoyer ausgedehnt nach Unterfranken und nach Oberfranken. Die haben ihre Budgettöpfe noch gar nicht angefasst. Selbst wenn da noch irgendwas rauskommt und selbst wenn da nur ein Tausender kommt aus Unterfranken oder aus Oberfranken, dann kann ich sagen, da steht die komplette Finanzierung für nächstes Jahr für diese Geschäftsstelle. Ja? Aber ansonsten haben wir ein Defizit von ca. 3.500 Euro. Und diese 3.500 Euro müssen wir aus unserem Wahlkampfbudget nehmen, das wir gebildet haben. Wir haben ungefähr 9.500 Euro Wahlkampfbudget. Und das Geld fällt uns natürlich im Wahlkampf. Wir möchten nämlich natürlich dem Landesverband und dem Bundesverband folgen und denen so viele Plakate abnehmen, wie wir können, kostenlos natürlich. Aber wir wollen natürlich auch unseren eigenen individuellen Wahlkampf machen und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, im Landesverband und im Bundesverband ist es eigentlich im Prinzip egal, was wir im Kommunalkampf machen. Wir haben auch einen Kommunalwahlkampf und der Kommunalwahlkampf ist eigentlich die Ebene, auf der ich die Piraten noch am weitesten vorne sehe. Ja? Und deswegen dieser Kommunalwahlkampf, der ist 2018. Bis dahin müssen wir unsere Gelder schonen. Ja? Also wir dürfen nicht mehr so oft nach Prag fahren und solche Dinge tun, sondern wir müssen wirklich ein wenig das Geld zurückhalten und verantwortungsvoll damit umgehen. Und aus diesem Grund, weil es eben auch 9.000 Euro im Jahr sind, was die GS kostet, ist natürlich der Sinn der Geschäftsstelle immer wieder gefragt. Das heißt also, was bedeutet die Geschäftsstelle eigentlich für uns? Ist die Geschäftsstelle wichtig als Anlaufpunkt? Ist es schlecht? Moralisch schlecht. Wenn wir die Geschäftsstelle schließen, ist es auch von den anderen Parteien, die sind auch schon hier beraten, jetzt machen schon ihre Geschäftsstelle zu. So nach dem Motto meine ich jetzt, ja. Die andere Seite ist, wenn ich zu meiner Seite ausgehe, ich bin einmal im Monat hier bei einer Präsenzsitzung. Ja? Das heißt also, 780 Euro im Monat für einmal da sein, ja, finde ich klasse. Die Jubis nutzen es ein wenig öfters und hoffentlich auch ein wenig sauberer in Zukunft, nachdem wir da ein Strafgericht gehabt haben. Und die werden es auch weiterhin kontrollieren, keine Angst. Aber ansonsten hat diese Zentrale nur einen Sinn im Wahlkampf. Im Wahlkampf wurden hier Plakate gemacht, wurde hier gestapelt, war das hier die Anlaufadresse für Flyer zum Liefern und was weiß ich was. Aber der Wahlkampf ist es 2017. Wir reden jetzt über 2015, 16, 9.000 und 2017, 18, Nummer 9.000, das sind 18.000 Euro, wovon uns 7.000 Euro dominant fällen, weil wir die nicht durchfinanziert haben. Wir haben leider nicht Glück, Oberbayern zu sein. Die kriegen alles finanziert. Aber wir bleiben beim Mittelfall mit der Tele. Wir sprechen mit unseren Unterfranken, wir sprechen mit unseren Oberfranken und da kommt was. Und ich glaube, da wir, also momentan bin ich dafür, dass wir die Geschäftsstelle halten. Ich habe noch eine Frage, die soll ich beantworten. Welche Frage habe ich nicht beantwortet? Ich hätte jetzt gerne mal los von den 9.000 Euro. Also 2.250 kamen vom LV. Mhm. Wie viel kommt aus dem Kaufhaus? Sag mal, 50, 100, 150, 1200, 1500, 1800. Okay, und der Rest ist dann aus dem Topf vom Witz. Und Spenden. Wir haben also noch eine fleißige Spende. Wie viel Spenden in Summe kommen rein dieses Jahr? Spenden? Ja, wenn ich dir das sage, dann weißt du ja, wie viel das ist, nein, was der eine Spender spendet. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich kann auch nachgucken, wie viel Spenden reingekommen. Ah ja, der ist es. 360 Jahre. 360 Jahre Spenden. Ich will auch nicht wissen, wie viel. Und natürlich holen wir auch noch Gelder rein, indem euer Schatzmeister Betrugsversuche der Gaslieferanten aufdeckt. Das ist aber keine Einnahme, das sind halt Ausgaben. Ja, damit direkt wieder dann halt. Ja, aber darum geht es jetzt halt. 9.000 Euro gekostet und 2.250 vom LV, 1.800 aus dem Kaufhaus, 360 aus Spenden und der Rest kommt aus den Mitteln des Gipfels raus. Das war meine eigentliche Frage. Ja, okay. Also, ich möchte noch ganz kurz da was zu sagen. Das hört sich jetzt alles ganz nett an, auch wenn der Delle sagt, wir haben so ein Defizit von 3.500 im Jahr. Man muss sich klar machen, das Geld, was die KVs und Spenden, könnte man ja auch woanders benutzen. Das Geld, was der Detlef durch schnelle Buchungen erhält, kann man auch woanders verwenden. Also, obwohl wir das Geld zusammenbekommen, sind es natürlich trotzdem 3.000 Euro, die natürlich in die Geschäftsstelle fließen. Ich finde die Geschäftsstelle schön, das ist eine repräsentative Sache an der Stelle, mittlerweile ist sie auch schön sauber. Und dementsprechend muss man sich das klar machen. Jetzt ist die Frage, wollen wir weiter diese Geldsumme bereitstellen? Ja, der Detlef sagt ja, er ist dafür. Ich persönlich
bin im Moment auch dafür, besonders wenn wir auch noch Unterstützung aus anderen Bezirken finanziell kriegen, dann so und so. Wollt ihr darüber diskutieren, Meinungsbild, was auch immer. Wenn es geht, nicht ganz so ausführlich wie davor. Fabian. Ich weiß noch, bei dem letzten Bezirksportal, da hatten wir, glaube ich, die Diskussion schon mal, da ging es irgendwann bis auch mal gerade mit Anstellung Putzfrau und so weiter und wie auch immer. Und ich weiß es jetzt nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich meine, hatten wir nicht auf uns irgendwie darauf geeinigt gehabt, dass man sich mal umschaut, ob es andere Immobilien gibt zu günstigeren Preisen und ist da was rausgekommen? Und wenn nicht, würde es sich vielleicht lohnen, diese Suche trotzdem fortzuführen, ob es vielleicht mal was Kleineres gibt vielleicht? Detlef? Alleine aus deinem privaten Lebensumfeld müsstest du wissen, dass du kein Objekt findest im Zentrum für 450 Euro. Das gibt es einfach nicht. Das heißt also, wenn die jetzt da zum Beispiel in den Steigenberger Wald umziehen, ja, bauen so eine Blockhütte, dann kostet uns die am Anfang 10.000 und danach halt bloß noch Anfang weg. Aber hier im Zentrum, also ich muss jetzt wirklich sagen, dass wir hier, also das ist der Glücksfall eigentlich. Ja, wir sind absolut im Zentrum, wir haben die Bahn da, wir haben ein Parkhaus neben dran. Der Vermieter ist auch nie erreichbar, was man nicht genau weiß. Auf jeden Fall lässt er uns in Ruhe, wollte ich damit sagen. Also ich finde 450 Euro ist unschuldig. Ja. Stichwort Vermieter gleich, ich weiß auch noch, da gab es auch die Diskussion, der wollte doch das hier irgendwie wegreißen lassen und so weiter. Wie schaut es da aus? Der traut sich nicht, weil wir da sind. Also ja. die Diskussion ist auch rum. Also 2000 bis 2017. Es wird schon irgendwann abgerissen, aber es war immer die Zusage, bis zum nächsten Wahlkampf hocken wir auf jeden Fall noch drin. Also okay. Bis 2017 ist da keine Gefahr. Ja. Dann Fabian ist der alleinige Fragesteller, bitte Fabian. Ich habe das Interesse halt dran. Ja. Ich sehe es jetzt aber dann so, wenn die Lage so perfekt ist und wir hier mittendrin sind, dann muss ich ganz explizit nachfragen, wie wird dann diese Lage hier effektiv dann auch genutzt? Also wenn wir jetzt die Lage hier so toll haben, dann sagst du jetzt gerade selber, wir treffen uns jetzt dann einmal hier zum Bezirksportal auf. Ui, ui, ui. Ach, du bist so geil. Ja, das muss so. Auf die Gäste. Bitte, Fabian. Ja, ich mach noch so. Warte, das ist nicht. Ja, da bin ich nicht so viel her, aber du hast es gerade gefahren. Ja, ich bin Da will ich aber gleich darauf antworten. Ja, bitte. Jetzt weiß ich, warum wir die TO umgestellt haben. Also folgendes. Nee, weil wir es vor der Wahl machen wollen. Fabian, du hast vollkommen recht. Danke, danke. Eigentlich müsstest du dich aber auch selber an der eigenen Nase fassen. Die Viertel zum Beispiel, die quasi gleich neben dran sind, benutzen diese GS gar nicht. Ja, das heißt also ich frage mich auch, warum wir hier keine Veranstaltungen machen. Das ist eine Top-Örtlichkeit. Ich frage mich auch, warum wir nicht zum Beispiel versuchen, Leute dazu zu animieren, hier eine Veranstaltung abzuhalten und uns dafür zu bezahlen. Das, weißt du, es fällt alles, das stimmt. Für das, was wir momentan machen mit dieser GS, das ist zu wenig. Das heißt also, wir sollten darüber nachdenken, das effektiver zu gestalten. Ja klar, sehe ich auch so. Also als Vierter, der diese Geschäftsstelle sehr intensiv nutzt, tut mir leid, dass ich immer noch nicht geschafft habe, auf dem Stammtisch aufzutauchen, weil ich hauptsächlich halt in Nürnberg aktiv bin, aber trotzdem, ich wohne in Fürth und es sind 15 Minuten mit der U-Bahn. Ich spreche speziell für die Wies Nürnberg, wir sind halt so, ich denke, so die Hauptcrew, die hier im Raum Nürnberg für Erlangen arbeitet und eben sich wöchentlich trifft, ungefähr 1 bis 2 Aktionen pro Monat raushaut und hier konkret permanent arbeitet. Wir nutzen diese Geschäftsstelle sehr intensiv und mittlerweile auch etwas sauberer als früher, aber die Diskussion ist jetzt zurzeit etwas beruhigt, sag ich mal. Und wir könnten ohne diese Geschäftsstelle absolut dicht machen. Also wir haben das hier auch teilweise als das ist hier fast ein bisschen wie ein zweites Zuhause. Wir haben unsere kleinen Dinge da hinten, der irgendwie nicht so gut aufgeräumt ist, aber vielleicht da hinten sieht keiner. Und also wie gesagt, wir hauen ungefähr 1 bis 2 Aktionen raus pro Monat, auch mit Öffentlichkeitsdingen. Und wir bemühen uns, einen Blogartikel pro Woche rauszuhauen, der natürlich auch hier im kreativen Klima und so weiter jeweils entsteht. Wir könnten ohne diese Geschäftsstelle vollkommen dicht machen, weil wir damit keinen Ort mehr hätten, wo wir beispielsweise Jugendliche und eben neue Leute, die tatsächlich beim Piraten interessiert sind, nicht mehr anziehen könnten. Wir haben zwischendurch mal versucht, in meiner ultra engen Küche uns zu treffen. Das ist kompliziert mit 11 Leuten auf 6 Quadratmetern.
Also bitte behalte diese Geschäftsstelle, wir könnten ohne die absolut, also wir könnten nicht machen. Und das ist, tatsächlich wird es für politische Arbeit genutzt. Und es wäre super, wenn auch mehr Leute sie nutzen könnten und auch mehr, wenn natürlich auch die Twitter hier da auftauchen würden. Okay, ich möchte kurz das Vorstand ist gerade ein bisschen freigegeben, den Schlüssel. Das ist natürlich die Frage, Nürnberg wird, du kennst die Rivalität, ne? Das ist was halt, die haben wir natürlich als Piraten nicht. Die kommt immer von Viertelseiten. Wer ist denn der Kleiner? Wer soll sich denn aufführen? Wir haben hier mal angefangen. Okay, egal. Also, wir hatten beim letzten Bezirksparteitag, wo es um die Geschäftsstelle geht, von euch sozusagen einen Auftrag bekommen, die Geschäftsstelle so lang wie es geht zu behalten. Und dementsprechend würde ich gerne jetzt auch nochmal diesen Antrag stellen, ob wir das weiter so führen sollen, mit den eben gerade genannten Konsequenzen. Ich möchte einmal für den nächsten Vorstand, wer es auch immer sein mag, eine Genehmigung haben, wieder das Geld so entsprechend zu erarbeiten, zu erhalten. Also, wer ist dafür, dass wir die Geschäftsstelle eben wieder so weit wie es geht, so lange wie es geht, weiter erhalten, solange wir können, nehmen wir kurz die Karte. Dann ist die Diskussion auch schon sehr schnell beendet. So, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du auch? 21. Wer ist dagegen? Enthaltungen brauchen wir nicht. Also 21 haben dafür. Ja, das ist Enthaltungen. 3 Enthaltungen. 24 Akkreditierte? 22. Bitte? 22. Ich addiere ja einfach das. Dann passt die Summe nicht. Du hast einmal? Nee, also du hast gerade gesagt, 21 Jahre und 3 Enthaltungen. Hau mal auf, wer dafür ist. Da hat sich jemand heimlich Kaffee schnappen. Ah, da hinten! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19! Jetzt passt. Das war, glaube ich, LV, der heimlich Kappen hochkam. Der wollte ich irritieren. Ja, also gut, ne? Man muss ja auch mal schauen, ob hier alles richtig läuft. Ja, wunderbar, dann haben wir den Punkt erledigt und haben mehr oder weniger die ganzen Entscheidungen hier gefällt, beziehungsweise Meinungsbild eingeholt. Weiter ging es dann hier mit, lasst mich noch kurz nachschauen. Braucht eine Pause? Ihr könnt ja einfach ausbringen. Der Rechenschaftsbericht des Vorstands und der Bericht der Rechnungsprüfer. Den Rechenschaftsbericht des Vorstands würde ich wieder wie letztes Mal gemeinsam machen, für alle, die hier da sind, von Vorstand. Und bitte? Ja. Wer dann noch Fragen hat, kann gerne Fragen stellen. Ihr dürft mich gerne ergänzen, die Vorstände, die da sind. Also, im letzten Jahr waren wir nicht ganz so politisch aktiv, liegt vielleicht auch daran, dass wir das Jahr davor mit Kommunal- und noch Europawahlkampf schon sehr viel Energie verbraucht haben. Wir haben trotzdem dieses Jahr wieder ein schönes Sommerfest gemacht. Das war leider nicht ganz so gut besucht. Wir freuen uns auch darauf, nächstes Jahr wieder ein Sommerfest zu machen, entweder in der gleichen Location oder in einer neu zu findenden Location. Ansonsten haben wir natürlich das ganze Tagesgeschäft erledigt, das zu erledigen ist, das sehr viel Arbeit verbraucht. Dann haben wir uns ja umgestellt bei den Präsenzsitzungen und haben entsprechend dann die Präsenzsitzungen reduziert und sind an die ganzen KVs gegangen, haben alle Stammtische besucht, einmal rund um den Mittelfranken. Das fand ich sehr gute Idee. Wir konnten wirklich uns gut unterhalten. Haben wir ja vorhin auch gehört, Mammelsitzungen sind zwar nett, aber der persönliche Kontakt liefert einfach viel mehr Informationen. Dann muss ich noch ganz recht herzlich zwei oder drei meiner Vorstände danken, zwei sind nur da, die Geschäftsstelle auf Vordermann gebracht haben, so im Sommer. Da hatte ich leider nicht ganz so viel Zeit. Die haben hier also alles gestrichen, gemalt, gewerkelt und so weiter. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, dann möge ich mich danach auspeitschen. Dann haben wir... Wer war das? Bitte was, wer es gemacht hat? Du hast gesagt, du möchtest drei danken, wer wird schon genau... Dem Daniel, der Eva und dem Stefan, der nicht mehr da ist. Sehr gut, bravo! Dann, jetzt haben wir wieder rausgebracht, haben wir natürlich diverse Kreisparteien besucht, dann haben wir die Wahlen geleitet, da war hauptsächlich mein netter Partner Detlef immer dabei, der mich mal begleitet hat, Akkreditierung und so weiter gemacht hat, war immer sehr schön geklappt, mit meistens anschließend oder gleichzeitig essen, das hat uns immer sehr gefreut. So, politisch relativ wenig haben wir dieses Jahr, das können wir gern auf meine Kappe nehmen, hätten wir mehr machen können, ich war aber auch entsprechend eingebunden, wo ich gesagt habe, ich konnte nicht zu viel Aktivitäten machen. Müssen wir mehr machen, mehr nach außen die Wirkung und das ist auf jeden Fall auch das nächste Jahr zu leisten. So, wie jeder aus der Werbung kennt, wir machen keine Werbung für Produkte. Jetzt kommt's. Habe ich doch das so schön rumgeschnippelt. Einmal nochmal klar. Jeder kennt ja die Werbung und wenn entsprechend ich meinen Vorständen danken möchte, heißt es ja, Dankeschön heißt
Dankeschö auf Fränkisch. Und dementsprechend möchte ich meinen Vorstellen erstmal noch als. Ja, willst du alle haben? Schon klar! Irgendwie ist einer abhandengekommen. Hast du schon eine genommen? Nee. Den Stefan wollte ich erstmal nicht. Irgendwo ist noch einer abhandengekommen. Nicht unter der Buchse. Aber natürlich auch den vermutlichen Scheinwerfer. Ein Dankeschön. Willst du haben? Ja, gut. Nee, ich habe noch nur eine, die gekannt hat. Du kriegst die schönste, da habe ich die Kante abschnitten. Dankeschön auch an Stefan. Auch wenn das natürlich nicht die Arbeit im Vorstand aufwertet, aber ich denke, das sollte man dann denken, welche Arbeit hier gemacht wird, auch wenn man es nicht oft sieht. Es ist sehr, sehr, sehr viel Zeit, die da hereinsteckt. Also ich bedanke mich mal recht herzlich für meine Vorstände. Ich sehe uns immer als eine ganze Gruppe und nicht irgendwie ein, das mehr wert als der andere. Gut, der Schatzmeister muss immer spezielle Sachen machen. Du kriegst bei der nächsten Sitzung, wo wir sind, kriegst dann noch ein Schnitzel von mir spinnen. Ist das okay? Alles okay, ja. So, ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen vom Rechenschaftsbericht genannt. Ihr dürft gerne noch ein bisschen was dazu fragen. Jetzt wäre die Chance. Keine Fragen. Dann frage ich die Rechnungsprüfer, die ja vor der Sitzung die Prüfung gemacht haben in Detlef. Wie schaut eure Entscheidung zwecks der Entlastung aus? Wer möchte da sprechen von den Rechnungsprüfern, Michael? Also die Rechnungsprüfer haben geprüft. Wir haben die Belege stichpunktartig durchgegangen. Also jeder Beleg ist gebucht und zu jeder Buchung gibt es einen Beleg. Also aus Sinne der Rechnungsprüfung steht eine Entlastung des Vorstands nichts entgegen. Gut, dann schreite ich zur Entlastung. Das heißt, wer dafür ist, den aktuellen Vorstand zu entlasten, möge ganz kurz seine Karte heben. So. Also wir sind selten. Keine vom LV, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, ich vielleicht sich wieder 19. Ich kann mich gleich sehen. So, wer ist dagegen? Oh, habe ich jetzt 20 gezählt. Wahrscheinlich war keiner auf dem Pro. Ah ja, da oben kommt die Enthaltung. Du musst immer die Enthaltungen abfragen. Was heißt Enthaltungen brauchen wir nicht? Enthaltungen? Der Klauler war gerade am Klo. Er ist dafür, jetzt muss es noch nach oben korrigieren. Also nochmal alle hoch, jetzt sind alle anwesend hier. Es würde reichen, wenn du einfach mal ganz klar sagst, was du gezählt hast und nicht immer. Ich habe 21. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Ja, weil ihr den Kassenentscheid hochhaltet und dann da beim anderen nicht meldet. 1, 2, 3. Du musst doch mal Punkte machen in deinen Sätzen, dann kriege ich auch mit, wenn die zu Ende sind. Ich kann keine Punkte. 9, 10, 11, 12. Das hat sich schon gezählt, 16, 17. Ach, das nur einer. Bin bei 21, irgendwie ist einer gegangen. Der Michael, der Stefan ist doch gegangen. Das sind der hat was hingeht, ist doch in die Arbeit gegangen. Hat er sich entaggregisiert? Der ist aber schon gegangen, vorher der sind Aktien. Schiss, was denn nicht dann? Ja, dann mach halt mal aus 22. Ja, wurscht. Weitermachen. So, also Spinni, Zellmeister. Kannst du nächstes Mal dann du zählen. Ich zähle 21. Wenn du nicht selber zählen kannst, musst du deinen Wahlleiter holen. Bitte was? Wenn du selber zählen kannst, musst du deinen Wahlleiter vorholen zählen. Wo ist der Wahlleiter? Da hinten. Ich sehe gar keinen. Der ist war er gerade. Der ist weg. Der ist verdeckt von durch einen anderen Piraten. Versteckt sich in deinem Haar. Okay. Also, was sind wir da dran? Ja, der Daniel versteckt wahrscheinlich sich auch seine Kanne nicht. Das ist das, du musst höher halten, oder rechts oder links vorbei an der Säule. So, dann haben wir Satzungsänderungsanträge, die sich auf die Wahl der Vorstände beziehen. Da haben wir zwei Stück im Wiki stehen, die sind von der Art her relativ ähnlich. Es ist Satzungsänderungsantrag 1, der ist von mir reingestellt worden. Es geht darum, variable Vorstandsgrößen zu wählen. Und zwar zwischen 3 und 9 Personen heißt der vom Betreff. Ich sage mal ganz kurz, was ich da ändern möchte. Es handelt sich um § 9a Absatz 1 in der Satzung. Der soll folgendermaßen geändert werden. Dem Vorstand gehören mindestens 3 bis maximal 9 Mitglieder Piraten an. Ein Vorsitzender, ein stellvertretender Vorsitzender, ein Bezirksschatzmeister. Zusätzlich können ein Generalsekretär und ein politischer Geschäftsführer und bis zu 4 Beisitzer durch Wahl der Mitgliederversammlung eines Bezirksparteitags in den Vorstand berufen werden. Das heißt also, wir würden dann 3 wählen, dann entscheiden wir, ob wir noch 2 extra wollen oder ob wir Beisitzer haben wollen. Wir haben also dann die Möglichkeit, zwischen 3 und 9 variabel zu entscheiden. Grund ist klar, unsere dünne Personaldecke
und Verschlangung der Verwaltungsstrukturen. Die Arbeit wird deswegen leider nicht weniger. Satzungsänderungsantrag 2 von Michael Bengel, soll ich den vorlesen? Oder? Ja. Geht ums ähnliche Prinzip. Er möchte auch den gleichen Paragraphen Absatz ändern, und zwar durch einen Parteitagsbeschluss kann auch. Ja, wann? Ich weiß nicht, wollen Sie eine Pause machen? Oder nach dem Satzungsänderungsantrag. Alles klar. Durch einen Parteitagsbeschluss kann auch ein Vorstand aus 3 Mitgliedern analog § 7 Absatz 3 Satz 2 der Besetzungssatzung gebildet werden. Geht es also ums Ähnliche, hier halt dann nur 3 Mitglieder. So. Ich würde meinen zurückziehen, und zwar aus dem folgenden Grund, da brauchst du ja noch einen Beschluss dazu, bei deinen braucht man den eigentlich nicht. Deine wählt zuerst den Dreier und beschließt dann, ob es noch weitere gibt. Genau. Das heißt, du musst es eigentlich vorher nicht festlegen. Okay. Das war auch der Trick, dass man das dachte, bitte lassen. Essenspause. Gibt es Fragen zu meinem Satzungsänderungsantrag? Gut, dann bitte ich um die Abstimmung. Wer dafür ist, die Satzung so zu ändern, hebe ich kurz seine Stimmkarte. Deutlich. Daniel, bist du soweit? Aus dem Schatten. Ich probiere es noch mit den Zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So, habe ich dich gesehen, Eva? Das weiß ich nicht. 21. Wer ist dagegen? Ist gut. 21. 21 war es. So? Hast du 21 gesagt? Ich habe 21. Ich habe auch 21 gesehen. Meine Lehrer ist jetzt da. Ja, klar. Ja, ich bin ja nicht der Grundschule. Und meine Lehrer bist du auch noch? Grundschule, da muss man zählen. Ja, Klassen habe ich da schlecht. Das ist unser ganzer Problem. Gut. Damit ist das Satz geändert. Ist der Antrag von ihm, hast du gefragt, ob ihn jemand übernehmen will? Habe ich jetzt gerade nicht gehört. Will jemand den Antrag von Michael übernehmen? Habe ich jetzt mit davon ausgegangen? Nee, ich glaube, das ist nicht bei uns, glaube ich. Doch, 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 wir haben so die Satz, die ist so genau. Will keiner, wunderbar. Sonst hätten wir dann noch irgendwas gehabt. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir nach oben. Jetzt war der LV, wollte irgendwas sagen? Ja, genau. Für jetzt, die den letzten Vorschlag in Mittelfranken gemacht haben, die haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt soweit, und wir würden euch auch noch eine Kleinigkeit mitgeben. Ich glaube, es gibt eine kleine Überschreibung in den Geschenken, aber ansonsten... Meine ist besser, das ist auch fränkisch. Ja, aber wir haben Alkohol dabei. Also, ich bin Anti-Alkoholiker, ich fühle mich gemobbt. Achso, frisch schon abgeschwenkt. Ja. Ja. Vielen Dank, den gebe ich dann irgendwann mal das Ding an. Genau, wo ist der Rest? Was man natürlich bei den Piraten immer gebrauchen kann, ist Ruhe, Tau und Nie, das schmeckt man im ganzen Boden an. Ein Hanftee? Nee, also. Nein, das ist einfach Mögungstee, das hat noch nie geschafft. Ja, ich fange. Du kannst ja weiter verschenken am nächsten Jahr. Vielen Dank. Nächstes Jahr wisst ihr, müsst ihr aufs Ablaufdatum schauen. Vielen Dank. Ja, der Vorstand ist da recht gezogen. Ich bedanke mich, ne? Tschüss. Ich fange jetzt an, von oben an, wie geht's, was nehmen. Dann an der Stelle auch. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Gerne, gerne. Zwei Gliederungsebenen, ein Gedanke. Das ist so nicht schlecht. Dann hätten wir die Satzungsänderungsanträge erledigt und kämen dann zum Punkt. Abstimmung über Länge der Amtsdauer. Das ist doch schon mal schön, dass wir das am Anfang machen. Wollt ihr Pause? Nein. Wer will Pause? Handzeichen? So wenig. So. Ja, das ist ein Problem. Aber ich das haben wir schon gehabt. Es geht hier um die Amtszeit, das dann gleich zu wählen im Vorstand. Wir haben es letztes Jahr so gehandelt, dass wir praktisch bis zum Ende des nächsten Jahres gemacht haben. Das war also bis Ende 2016 und davor einen Bezirksparteitag angerufen. Ich würde auch das als Vorschlag für diese Amtsdauer nehmen, wieder bis Ende dann 2016. Gibt es andere Vorschläge?
Nein, wer ist dafür, meinen Vorschlag für die Amtsdauer anzunehmen? Noch eine ganz kurze Frage. Bitte, heißt es, was steht denn bei uns in der Satzung drin? Vor der Wahl entscheidet, wie lange die im Amt bleiben? Ja. In zwei Jahren. Standard oder geändert? Ich muss mal über die neue Satzung lesen. Und die Frage ist jetzt? Mein Antrag wäre, der jetzt zu wählende Vorstand ist bis Ende 2016 im Amt. Also dann kann er ein Jahr und dann halt entscheiden, wann er die Bezirksparteitag macht, um die neue Wahl zu machen, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Wir hätten eigentlich bis Dezember noch, aber dann hat man mehr Freiheit bei der Wahl, wann das macht. Müsste das nicht heißen, dann bis Ende 2016 oder bis ein neuer Vorstand gemacht wurde? Das steht auch nochmal stimmen. Das ist nur die Amtsdauer, das ist automatisch, du kannst jederzeit einen neuen Vorstand wählen. Okay. So, gibt es noch Fragen? Also gut, wer ist dafür, dass der neue Vorstand bis Ende 2016? Nur so formuliert, dass die nächste Vorstandswahl spätestens Ende. Ja, macht das. Es geht nur um die Amtsdauer, das ist 2016 stattfindet. Genau. Ja. Also eins. Die Anzahl der Zuschriften ist 21. Nein, ist nicht ganz, da sind welche, die. Wer ist dagegen? Die Wahl sind vorausgegangen. Oder? Ja, Enthaltung. 18, eine Enthaltung und der Rest ist nicht dagegen. Unter 21 ist wunderbar, das ist so. So, dann haben wir die Amtsdauer festgelegt, dann geht es auch schon Richtung Wahl mit schnellen Schiffen. Was ist? Ich starte in die Stellung. Wenn da was Problem ist, kann ich mir dann schreiben, als ich gewinne. Das passt schon, du musst doch nicht alles aufhören, was ich sage. Ja, wenigstens das, was Abstimmungsergebnis ist. Das stimmt. Mhm. Soll ich es nochmal verrunden? Ja, jetzt bin ich. Hammer. Gut, dann schreiben wir zur Wahl des Vorstands, der auf jeden Fall gewählt werden muss nach der neuen Satzung. Das heißt Vorsitzenden, Stellvertreter und Schatzmeister. Das ist jetzt eine Änderung der Tagesordnung, ne? Ja, die Tagesordnung ist natürlich. Genau. Ja, also wir müssen die Tagesordnung natürlich jetzt an die Satzung ändern. Das heißt, unser erste ist Wahl der drei Hauptvorstände. Danach käme Entscheidung, ob wir Genzek und politischen Geschäftsführer haben wollen. Dann wählen wir die eventuell. Und dann haben wir noch danach, ob wir Beisitzer wählen wollen und wählen die eventuell. Wer ist für die Änderung der Tagesordnung in dieser Richtung angepasst an unsere Satzung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Noch jemand dagegen? Enthaltungen? 19. Oh! Ich glaube, du übersiehst immer so ein Monokulat. Ich habe nicht den Punkt da gar nicht zum Melden, weil so schnell bin. Kannst du jetzt nochmal ganz kurz die neue Tagesordnung sagen, weil ich bin eigentlich für dich okay. Was willst du jetzt in welche Reihenfolge machen? Erstmal machen wir Wahl der. Also erstmal Wahlvorsitzender, Stellvertreter und Schatzmeister. Dann Abstimmung über Genzek, politischer Geschäftsführer. Schatzi. Und in der Satzung. Und dann kommt Wahl eventuelle Wahl und danach kommt Abstimmung über Wahlvorsitzender und eventuelle Wahl. Gibt es keinen Kaffee? Die Kandidaten für den ersten Vorsitzenden nach vorne zu bewegen und würde den Daniel dann auch in dem Moment kurzzeitig Versammlungsleitung und Wahlleitung einlegen. Ich stelle mir selbst die Fragen auf. Also dann bleibe ich immer vorne stehen. Der Michael kommt auch noch nach vorne. Gibt es noch mehr, die aus dem Wiki eingetragenen nach vorne wollen? Nein? Machen wir jetzt Schnitt bei Schluss. Wer hat euch geknackt? Aber nur einmal, oder? Mit nur einmal? Mit Spock oder ohne Spock? Mit Spock und Lizard. Also das normale Schnick in der Schnick. Ohne. Was ohne wie? Ohne dein Schnick, genau. Was machen wir jetzt? Yay! Also fang jetzt du an. Du hast gewonnen. Wie gemeint genug. Ich bin jetzt lesen.
Mittelfranken hat sich ja eigentlich so selbst als Verwaltungsvorstand definiert. Das war wahrscheinlich aus der Situation, wie wir vor einigen Jahren dastanden, noch erklärlich. Mittlerweile ist es ja so, dass die Zahl der Aktiven doch ein wenig geschrumpft ist und ich mich dann dazu entschlossen habe, für den Bezirksvorstand zu kandidieren. Und zwar hätte ich ein bisschen anderes Bild vom Bezirksvorstand. Und zwar sollte meiner Meinung nach schon ein gewisser Teil in politischer Arbeit im Bezirksvorstand erledigt werden, um da quasi vorzuarbeiten, dass die KVs Sachen, die im Bezirk schon mal angeleiert werden, dann umsetzen können. Das heißt, Kampagnen sollten eigentlich über den BZV angeleiert werden. Was jetzt auch schon mal passiert ist, ist diese Flüchtlingsdiskussion, die wir hatten vor 3-4 Wochen an dem Samstag, was eigentlich auch schon mal so einen gewissen Akzent gesetzt hat, weil man hat sich mal wieder getroffen, man hat sich ausgetauscht, man hat festgestellt, dass wir doch alle mehr oder weniger auf der gleichen Linie sind. Es war auch so Teambuilding. Und das ist das eine. Das andere ist, ich denke, viel Öffentlichkeitsarbeit und politische Arbeit sollten eigentlich auch im Bezirk laufen. Dadurch, dass ich denke, die KVs, da wir in den KVs immer noch so die ein oder andere Kaderstimmung haben. Und ich habe mich die letzten Tage gefragt, also wir müssen mehr wieder so zum Coolness-Faktor zurück, wo wir 2012, 2013 waren. Das ist ja auch das, was der Detlef dann am Schluss von seiner Dankesmail bestätigt hat. Was war eigentlich so 2012 oder 2013 so cool? Also da hatten wir Piradorama, also mit Streaming von den Wahlkampfveranstaltungen. Du konntest daheim sitzen, trotzdem überall dabei sein. Es ging einfach noch viel mehr, also wir haben eigentlich unsere Technik, unsere Potenziale, die wir selber haben, viel mehr genutzt. Und das ist jetzt die letzten 2 Jahre aus Gründen weggebrochen. Also heute streamen wir mal wieder, aber das haben wir ja nicht in Mittelfranken hergebracht, sondern da haben wir jetzt quasi Schützenhilfe aus Oberbayern erhalten. Und ich denke, ich sehe den Bezirk schon so in die Situation, die ganze Infrastruktur wieder herzustellen und zu ermöglichen, beziehungsweise aus dem Bezirk die Aktiven aus den Kreisverbänden zusammen, dass wir da wieder was zusammen auf die Beine stellen können, das dann auch am besten dokumentieren, weil durch dieses Brain ist uns wahnsinnig viel Know-how verloren gegangen. Da müssen wir uns einfach dieses Know-how wieder bei den Leuten, die es gemacht haben, die sind ja noch nicht alle ausgedreht, sondern die gibt es noch, die sind halt nur inaktiv, wieder zurückholen, beziehungsweise wir müssen es uns halt neu machen, dass halt die Piraten eigentlich wieder ihr ursprüngliches Potenzial, was wir mit dem Internet und der Vernetzung haben, finden. Das andere ist, mir passiert im Land und im Bund eigentlich ein bisschen zu wenig Meinungsbildung, was verständlich ist, weil 8000 Piraten, sind wir 8000 Piraten, irgendwie auszutauschen, wo es eigentlich hingehen soll, ist schwierig. Im Land ist da im Moment auch ein wenig so Funkstille, bis auf die ein oder andere PM, die man halt kriegt. Und ich denke, ich sehe schon den Bezirk, gerade dass wir als Mittelfranken noch die aktivsten sind, jetzt in der Rolle so bottom-up quasi, wie in der Flüchtlingsdebatte, unsere Position eigentlich zu erarbeiten, rauszustellen. Was jetzt noch gefehlt hat, ist dann das noch auszunutzen. Das heißt, entweder in Anträge zu gießen für Bezirksparteidach oder für Landparteidach, Landesparteidach, oder wenn es einigermaßen Konsens mit unserem Wahlprogramm gibt, das halt auch mal an die Presse rauszuhauen. Einfach, dass wir draußen wieder auftauchen. Aber mir ist eigentlich diese Öffentlichkeitsarbeit nach außen eigentlich nur zweitwichtig. Viel wichtiger ist, was wir damit machen, als auch unsere eigenen Leute wieder zu motivieren. Wie zum Beispiel der Dennis und ich, wir haben vor 3 Wochen einen Podcast gemacht, der jetzt dort stand. Und ich denke, der hat nach außen eigentlich wenig Wirkung, aber die ein oder anderen Piraten hören das und denken sich auch, hier passiert mal wieder was. Und ich denke, nur so können wir uns quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, wenn wir quasi wieder mehr Arbeit machen, die nach außen geht, aber auch gleichweise nach innen geht, schaffen wir, glaube ich, auch wieder so eine mehr oder weniger Stimmung oder Motivation, die halt auch, die wir brauchen für die nächsten Wahlen. Und die nächsten Wahlen sind die Bundestagswahl in knapp 2 Jahren.
Und da muss eigentlich jetzt der Bezirksvorstand anfangen, die Infrastruktur zu schaffen, die Leute zu motivieren, auch die mal zu überlegen, wie wir da quasi gründen können, um es einerseits nach oben durchzudrücken, dass vielleicht dann der Land und der Bund sehen, war, da könnte es eine oder andere gute Idee sein, wo wir auch mal aufsetzen können. Und das andere ist halt einfach wieder unsere Leute zu motivieren, dass da wieder mehr passiert, dass wir einfach wieder so ähnlich, ich glaube, eine ähnliche Wahlkampfstimmung kriegen wie zumindest bei der Bundestagswahl, weil das war eigentlich noch ziemlich lustig, also mit LKWs durch die Gegend fahren, die Plakate zu machen, da war auch noch ein wenig so ein Team-Building da und ich denke, der Bezirk hat es, glaube ich, ja in der Hand, das so zu organisieren, dass so diese Stimmung auch wieder aufsteht. Deswegen kann ich nicht als Vorsitzender. Danke. Gut, also, meine kurze Rede dazu. Also ich bin schon 2 Jahre jetzt im Bezirk. Ich sehe es auch teilweise so wie der Michael, aber auch an anderen Stellen muss man sich klar machen, dass wir den Wahlkampf nicht wieder so führen konnten, wie wir ihn 2012 geführt haben. Wir haben die Manpower nicht mehr, wir können keine 1000 Plakate aufstellen. Also da haben wir uns auch schon Gedanken im Bezirk gemacht, wie wir das regeln, dass man halt dann lieber große und einzeln als 1000 Einzelne aufzustellen. Also die Aktion war super cool, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe am nächsten Tag dann irgendwie durchgeschlafen, weil ich die ganze Nacht Plakate getragen habe. Und irgendwann habe ich gedacht, ja super, aber die müssen wir noch einsammeln, Mist. Ja, dann weiß man, was ist, ist okay. Das war super Spaß, aber ich glaube, so genau so können wir es nicht mehr machen an der Stelle. Generell ist natürlich der Bezirk hier der erste Ansprechpartner, wenn es um Verteilen geht. Das hat gut geklappt. Ich denke, das schaffen wir dieses Jahr dann auch wieder, oder in 2 Jahren besser gesagt. Und die Vorbereitungen sind natürlich jetzt zu starten. Der neue Bezirksvorstand muss sich klar werden, wie soll es dann in 2 Jahren laufen und nicht wieder kurz vor knapp und dann sind Plakate nicht da oder was auch immer. Das ist klar. Was auf jeden Fall auch gestaltet werden muss, ist die politische Arbeit. Wir sehen jetzt uns ganz anderen Zeiten gegenüber. Wenn man sich mal überlegt, wie war es denn jetzt bei der letzten Wahl, wie sah es da aus, wie sieht es jetzt dann demnächst aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Terroranschläge von gestern oder heute Nacht sieht oder die Flüchtlingsdiskussion, das sind Punkte, die über die Leute wahrscheinlich in 2 Jahren immer noch genauso kriegen. Kann sich natürlich alles ändern in 2 Jahren, aber ich glaube, das sind Punkte, die wir angehen müssen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt zu unseren Kernthemen zählen, da müssen wir uns zusammensetzen und das entsprechend machen. Der Michael hat es auch initiiert mit der Flüchtlingsdiskussion, wir haben das dann entsprechend organisiert und es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, wir haben wirklich gut geredet und haben natürlich auch einige Punkte zusammengetragen, die jetzt dann der neue Vorstand mit dem entsprechenden Einsatz weiterführen muss. Ob das dann weitergeht an entsprechende AGs oder dann Anträge, was muss man halt entscheiden bei der nächsten Sitzung. Was für mich wichtig ist, ist die Vernetzung eben von den KVs. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, weil wir eben dann doch bei jedem Stammtisch mal vor Ort waren. Wir haben eingeladen und gesagt, wir kommen vorbei. Manchmal der ganze Vorstand, manchmal halt wer Zeit hatte, das ist ja klar. Das ist halt je nachdem, wir sind halt alle noch arbeitstätig, können wir überall hin. Das heißt, das würde ich gerne weiterführen. Auch wenn wir jetzt die Bezirke zusammenlegen, wie auch immer, ist egal. Also die KVs zu besuchen, gehört einfach dazu, die Stammtische zu besuchen und dort mit denen zu reden, weil nur so kriege ich wirklich raus, wo brennt es denn oder was ist für euch wichtig, wo können wir euch helfen. Die Personaldecke sehe ich auch als ein Problem, wir haben sehr wenig Personal, was da ein Hauptpunkt ist, wir müssen halt alle aktivieren, soweit es geht. Versuchen wir zwar immer, aber im Moment tut sich da wenig, die Kaderstimmung zieht sich jetzt schon 2 Jahre hingefühlt. Und wir müssten dann auch neue Mitglieder werben. Das heißt, es geht nur auf der Straße, über die Medien haben wir keine Chance, sage ich mal. Das heißt, Infostände, Leute reden, Stammtisch einladen, Infostände und das dann sehen wir hintereinander in einer Woche. Okay. Was ist sonst noch meine Initiation? Also als Vorstand sehe ich immer, dass das gemeinschaftlich ist. Ja, also ich stehe auch als zweiter Vorstand drin, wenn ich jetzt nicht erster bin, weil zweiter Michael ist auch als zweiter drin. Und ich sehe es immer eine gemeinschaftliche Sache. Das ist einfach nur so eine Nummer. Ich bin halt erst der Zweite, wir sind Piraten, wir sind ja eigentlich so basisdemokratisch, haben aber diese Strukturen, die sozusagen uns aufgezwungen werden, gesetzlich. Ja, also ist eigentlich jeder mehr oder weniger gleichberechtigt und er muss auch ab und zu mal von anderen einspringen, wenn er keine Zeit hat, beruflich, gesundheitlich oder aufgrund von Burnout und naja, mir geht es im Moment nicht so gut, ich habe einfach keinen Zoff für die Aktion. Ja, und das ist eigentlich immer das Gleiche, deswegen mache ich auch einen Rechenschaftsbericht für alle zusammen, auch wenn das bleibt nicht so üblich ist. Ja, das ist so meine andere Ziele, also nochmal kurz zusammengefasst, auf die Wahl vorbereiten, wieder Kontakt mit den KVs weiterführen. Und natürlich die politische Arbeit vorantreiben. Und die Wahl muss natürlich anders laufen, der Wahlkampf wie letztes Mal. Gut. Vielen Dank.
Frage an beide, die Ämter in anderen Vorständen oder Mandate oder Platten, ja, strebt ihr das an, andere Ämter zum Beispiel in den Kreisvorständen zu führen? Also ich kann nicht anfangen. Ich bin im Moment noch stellvertretender Vorsitzender in Fürth. Wurde halt von den Fürthern darum gebeten, das zu machen. Habe also meinen Vorstandsamt, der auch letztes Mal schon in Fabian abgetreten, damit er das Ganze übernehmen kann. Je nachdem, wenn sie halt sagen, wir wissen ja, wie es ist mit unserer grünen Personaldecke, kannst du uns nochmal helfen, dann schon. Wenn sie sagen, wir kriegen das alleine gebacken, dann muss ich das auch nicht machen. Also ich bin momentan noch Beisitzer im KV Nürnberg. Wir wählen in 4 Wochen neu. Ich werde mich nicht um ein Amt schlagen, aber ich werde den KV Nürnberg auch nicht aus Vorstandsmangel sterben lassen. Das heißt, also ich werde in Nürnberg eigentlich auch vorschlagen, den KV Nürnberg das nächste Jahr auf Sparflamme laufen zu lassen. Das heißt, je nachdem wie die Motivation an der Versammlung ist, vielleicht haben wir jetzt ganz viele, auch die sich jetzt um ein Vorstandsamt im KV Nürnberg reißen. Aber ich denke, wir müssen in den KVs das nächste Jahr überstehen, weil dann könnte im Zug der andeutenden Wahlen noch schon der ein oder andere Motivationsschub stehen. Das heißt also, ich werde mich nicht um eine Ämterkumulation reißen, aber ich werde ihr auch nicht aus dem Weg gehen, wenn man dann einen Vorstand braucht. Gut, weitere Fragen? Ja. Die Frage ist zu tief, Frau Michael, du bist auch Mandatsträger im Stadtrat Nürnberg. Also schaffst du es zeitlich dann? Ja, also ich denke, zeitlich ist nicht das Problem. Also ich wurde auch vor einer Woche wurde mir herangetragen, von den Vorstandsvorsitzenden zu kandidieren, weil man da gewisse Pluspunkte in der Außenwirkung sieht. Das, muss der Bürger. Also sagen wir so, ich denke, es ist jetzt nicht schlecht, wenn wir jetzt von der PM irgendwas rausgeben, wo dann auch der Stadtrat oder der Mandatsträger drin sind, aber man muss schon auch irgendwie sehen, dass man das auseinanderhalten kann, weil das eine ist die politische Arbeit, wo ich gewählt worden bin von allen Wählern und das andere ist die Parteiarbeit. Es tut mir leid, ich habe eben war ein bisschen unaufmerksam bei eurer Vorstellung. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde bereits. Wie steht ihr dazu, wenn sich beispielsweise die KVs im Bezirk auflösen wollen? Wollt ihr die vielleicht eventuell dabei unterstützen? Entschuldigung. Ist die Frage. Okay. Würdet ihr sie, inwiefern könnte man sie dabei unterstützen oder inwiefern könnte sowas problematisch werden? Was habt ihr da? Mich löst keiner auf. Also, meiner Meinung nach müssen das die KVs entscheiden, aber ich finde die Diskussion, die wir heute früh angestoßen haben, ist noch nicht zu Ende. Also ich will es jetzt nicht auch von neu anfangen, aber es muss dann jeder KV entscheiden, was ist richtig. Ist es richtig, eine mildere Organisationsebene rauszuziehen oder ist es so ein Rollback, quasi die KVs in Crews oder Stammtische umzuwandeln? Hat auch was, also da können wir wahrscheinlich noch mehr Verwaltungsarbeit sparen, aber das müssen die KVs entscheiden. Also wenn es genügend Aktive gibt, dass sie einen Vorstand zusammenkriegt, warum? Also ich sehe jetzt diesen Rechenschaftsbericht und diesen ganzen Verwaltungsbericht jetzt auch nicht so schlimm, als dass wir da alle in Panik ausbrechen müssten. Ja, also wenn sich der KV auflöst, gibt es einfach genau Richtlinien. Der muss halt einladen und die Leute müssen abstimmen, dass wir es auflösen. Oder es geht einfach aus den Gründen nicht mehr, dass kein Vorstand mehr da ist. Und dann gibt es halt entsprechende Satzungsänderungen, die wir an dem Landesparteitag beschlossen haben. Und dann wird das entsprechend gehandelt. Wenn das Ganze dann sich aufgelöst hat, ist natürlich klar, dass der KV aufgrund der Regelung in die Hände des BZV praktisch fällt. Das haben wir in Schwabach zum Beispiel, um mal zu schön in Rot, oder in Deutschland Eis, wo es praktisch kein KV gibt. Und dann weiß man natürlich, wenn noch Leute da sind, kann man die entsprechenden Mittel und Crews zur Verfügung stellen. Das ist ja kein Ding. Da müssen wir mit den Leuten vor Ort reden, wir sind noch da. Und dann wird es gemacht, wie die Leute vor Ort machen wollen. Ja, wir sind als Vorstand ja hier da, um die Basis zu vertreten und nicht zu sagen, nur jetzt seid ihr weg, Pech gehabt. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, es soll ja weitergehen und dann schaut mal, wie es mit den Mitteln weitergeht, die wir haben. Okay. Sicher? Eine Frage an die beiden Kandidaten. Kandidiert ihr auch für ein weiteres oder anderes Amt, falls ihr nicht gewählt werdet? Haben wir gerade schon geklärt. Also ich, wenn ich nicht erst selber bin, stelle ich mich dazu als Zweiten zur Verfügung und dann schauen wir mal rein. Ja. Ich habe zum Beispiel.
Muss ich die Schokolade wieder abnehmen? Gibt es noch weitere Fragen? Nein, sehe ich nicht so. Gut, gibt es noch jemanden, der spontan kandidieren möchte? Oder haben wir die Liste schon geschlossen? Na, das musst du machen. Okay. Naja, die wollen mal den Wahnsinn suchen. Ja, gibt es noch spontane Kandidaten? Nein. Und dann schließe ich damit die Kandidatenliste und bitte meine Wahlhelfer mal zu mir. Die dürfen dann mein Sprachrohr sein, mein Hals zu reden. Das ist auch schon. Muss nur dann einfach vor, das nicht besser. Ja. Ich habe noch davon. Das ist der Richtige, der deshalb vielleicht immer dran ist. Also Nummer 1. Dann nehme ich ihn nicht mit. Alter. Eins war auch. Die Reihenfolge ist meine. Nein, wir haben keine Brute bei zwei Leuten. Bei zwei Leuten nicht. Entweder oder wir sind bei Jahr bei 1 oder. Gut, also wir nehmen den Wahlzettel, wo Wahlgang Nummer 1 draufsteht. Ja. Nummer 1 ist der Michael, Nummer 2 ist der Hilmer. Jeder hat eine Stimme, also darf einmal Ja ankreuzen. Ihr könnt auch niemanden ankreuzen oder zweimal Nein ankreuzen, macht was ihr wollt, also nur eine Ja-Stimme. Und ihr bringt dann eure Stimmkarte mit vor und könnt hier euren Zettel abgeben und damit eröffne ich den Wahlgang. Wie oft und wie soll mir ein Fall? So oft wie geht. So, dass man das sehen kann. So oft wie geht, wirklich. Siebenmal geht doch gar nicht, oder? Ja, ja. Aber die schon Schwierigkeiten bei den ja, ich habe gesagt, das stimmt, habe ich gerade eben. Ja, ja, ja.
Bezirksvorstandsvorsitzenden zu kandidieren. Das war bei der Wahlparty von der Bundestagswahl, glaube ich. Das war die nächste Stadt, oder? Landtagswahl.
Dumme Idee. Also gut, die Vorstellung geht natürlich auch für den zweiten, weil, also was ich vorhin erzählt habe, ist genau das gleiche. Welche entsprechend umsetzen, das sind wir mit Michael, glaube ich, fast auf der gleichen Linie. Und die restlichen Sachen werden wir noch untereinander ausbaldoren. So, gibt es noch Fragen? Ja, muss ich erst machen. Also Fragen an mich selbst, ich bin jetzt... Gibt es weitere Kandidaten erstmal? Mach doch eins, klar. So, nein, gibt es Fragen an den Himmel? Auch nicht. Dann schließe ich die Kandidatenliste. Wir nehmen jetzt den Zettel, wo Wahlgang Nummer 2 draufsteht. Ihr habt eine Stimme, ihr kreuzt ja, nein oder gar nichts an. Und ich eröffne damit den Wahlgang. Und der. Das ist jetzt der Was Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Ein Kampfabstimmung. Wir haben einen zweiten Vorsitzenden, welche Überraschung. Elmar mit 17 Stimmen, keine Enthaltung, keine ungültigen. Alles in Ordnung. Ja, war knapp, okay. Das liegt nicht gut für die Erfolge. Viel für die Arbeit. So, dann nehme ich wieder kurz Versammlungsleiter an mich und wir kommen zur Wahl des Bezirksschatzmeisters. Kandidaten für den Bezirksschatzmeister bitte nach vorne. Jürgen, du auf. Bitte. Ja, also meine Kandidatenrede möchte ich sehr kurz halten, damit er schnell wieder nach Hause kommt. Also mein Anliegen ist ganz einfach, Verantwortung für euch zu übernehmen, für den Bezirk. Ich möchte wirklich helfen und dafür setze ich halt meine ganze Freizeit fast ein. Und deswegen bitte ich um eure Stimme. Das letzte Mal hast du ja quasi den Schatzmeister-Veto an deine Kandidatur geknüpft. Die Frage ist, gibt es dieses Jahr auch irgendwelche Bedingungen? Magst du nur den Schatzmeister weiter, wenn du quasi Oberfranken und Unterfranken auch bebuchen darfst? Nein, das war tatsächlich eine Frage. Und zwar, mir fällt ganz einfach, ich habe mich auch letzten Mittwoch erst entschieden zu kandidieren. Und zwar deswegen, weil es einfach langweilig ist. Also mich schöpft diese Aufgabe nicht mehr aus. Ich will eigentlich mehr machen, kann aber nicht, weil ich bin auf Mittelfranken beschränkt. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, naja, lass mal einen anderen ran und ich schaue halt, dass ich irgendwo anders unterkriege oder so. Aber nee, ich möchte natürlich das weiterführen, was ich geschaffen habe. Und ich möchte natürlich auch das, was ich da zwei Jahre jetzt aufgebaut habe, nicht im Bach runtergehen sehen. Deswegen. Nee, willst du quasi unter Oberfranken auch? Ja, es sind ja schon Anfragen da. Und zwar, wenn jetzt praktisch diese Fusion nicht funktioniert, dann werde ich eine Beauftragung bekommen. Ja, also aus Oberfranken zumindest, aus Unterfranken weiß ich es nicht. Und die Beauftragung werde ich dann auf jeden Fall annehmen. Ja. So. Weitere Fragen an den Detlef? Detlef auf dem Weg zur Weltherrschaft. So, dann übergehe ich an den Wahlleiter, der jetzt noch zu zusätzlichen Kandidaten aufruft. Spontankandidaten. Wir nehmen Wahlzettel Nummer 3. Nummer 1 ist der Detlef, ja, nein, vielleicht. Wir können das mal so machen. Das ist immer ein bisschen fest. Stühle, Tische.
So, ja, keine Stühle fehlt. Ich habe Sie haben ja mehr oder weniger gesagt, dass wir Schluss sind, weil es ja dann schon wieder die Wahl zu Seid ihr mit einverstanden, dass da eine Änderkumulation vorliegt? Hebe bitte kurz die Stimmkarte. Ansonsten könnt ihr gleich nochmal wählen. So, wir sind dafür. Also, die halbe Karte hätte ich nicht kennen. Wieso? Weil die nicht ganz drin. Ja, dann ja oder nein? Du kannst halt halten. Ja, ich bin halt wahrscheinlich mehr formuliert. Gut, dann kommen wir zum neu eingeführten Tagesordnungspunkt. Wollen wir Genzek und Wolf wählen? Wir haben auf unserer Wiki-Seite entsprechende Einträge. Ich glaube jeweils zwei Kandidaten für beide Ämter, also es werden wohl Kandidaten da. Gibt es da einen Diskussionsbedarf, ob wir das wählen wollen? Ansonsten lasse ich euch darüber abstimmen. Gut, dann stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, dass wir diese beiden Ämter jetzt wählen, hebe die Stimmkarte kurz hoch. Und da sehe ich ihn als. Ein Kandidat ist Essen. So, ja, hat der Pech gehabt, ne? Ja. So, schaut also so aus, wir wollen Folge und Genzek wählen. Ohne zu verhandeln. Gegenprobe, wer ist dagegen? Nein. Sind noch ein paar Enthaltungen? Eine. Ach komm, du hast die gerade hochgehört. Ich bin hier der Demokrat im Kurs. Ich bin hier schon mal Versammlungsleitung geworden. So, ja, dann brauchen wir Kandidaten. Das ist die Frage, was wir anfangen wollen. Ich weiß nicht, was das im Bild steht, das will man. Der Genzek. Der Genzek? Vorher, du es weißt. So, also gut, dann bin ich alle Kandidaten, die für den Generalsekretär kandidieren, nach vorne hier in die Ecke. Ab in die Ecke. Genzek steht sowas. So, ja, dann schnick, schnack, schnuck, wer anfangen darf. Also stell euch weg an. Alles klar, bitte. Ich war ja bis jetzt schon zwei Jahre Beisitzer. Ich bin ja auch noch Schatzi im KV Weißenburg und denke, mit Detlef bin ich auch ganz gut zurechtgekommen. Der hat ja relativ viele Aufgaben von Genzek übernommen aus lauter Langeweile. Das wollen wir wieder ein bisschen abnehmen. Ich denke, ich kann es einfach.
Ja, dann warst du, Stefan. Dann der Uwe, bitte. Okay, ja, mein Name ist Uwe Bruckmann, ich bin Schatzmeister im KV Fürth. Ich würde auch dieses Amt dann auch in Kumulation ausführen müssen, wobei die Schatzmeistertätigkeit bedingt durch den Detlef, da ist er. Nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Sehr einfach ist für uns, die ist echt easy geworden. Die Kommunikation ist super, ich kann den Detlef immer erreichen, ich kann ihn immer fragen. Danke dafür. Genseck sehe ich als Aufgabe, ist eine Verwaltungstätigkeit. Ich mache schon jetzt im zweiten Jahr Schatzmeister, ich kenne also die Verwaltungstätigkeiten in dem Bereich. Habe mich auch vorher mal informiert beim Thomas, was alles gemacht werden muss. Auch vom zeitlichen Management her kein Problem. Ich muss keinen Beruf nachgehen, das heißt, ich bin Vollzeit für die Partei vorhanden, bin auch leicht zu erreichen. Das halte ich auch für ein wichtiges Argument und bin auch eng mit den anderen, die jetzt in den Vorständen sind, verknüpft. Ich habe zu Michael einen sehr engen Kontakt, zu anderen auch. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir ein homogenes Team haben, das zusammenarbeiten kann. Das war's. So, gibt es Fragen an die zwei Kandidaten, bitte? Das geht schon los. Weiß jetzt, wer die Stelle war, Tobias? Moment. Soll der Dennis was fragen? So, Dennis, frag mal. Uwe, würdest du dich weiterhin als Schatzmeister für Fürth zur Verfügung stellen? Ja, gut. Also bei dem, gut, muss dazu sagen, unter der Prämisse, dass selbst unter der Prämisse, dass der Dennis seine Arbeit manchmal machen würde, was ich nicht hoffe, wäre ich dazu bereit, die Schatzmeistertätigkeit auszuführen. Gut. Das wollte ich auch. Das ist klar, ich bin natürlich, ich will jetzt nicht auf die Diskussion von vorhin zurückkommen. Ich bin natürlich, sage ich ganz klar dagegen, die KVs, also ich halte diese Diskussion für interessant, bin aber dagegen, KVs aufzulösen. So, dann müssen wir Stefan die gleiche Frage stellen. Würdest du, genau das Gleiche. Also, weil der Stefan ist ja Schatzmeister in Wuch, da ist das Gleiche. Okay. Gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Daniel! Ja, in Anbetracht der Kandidatenelite für die nächsten Ämter, hältst du es für problematisch, dass der KV Fürth überproportional vertreten sein könnte im kommenden Vorstand? Du meinst das bestimmt mich, ne? Ja. Ja, gut. Ich habe das auch gemerkt, dass natürlich viele aus dem KV Fürth sind, dass da, soll man sagen, dass dann im Vorstand diese überproportional vertreten werden. Ich halte das persönlich für unproblematisch. Ich sehe das eher als Vorteil, muss ich jetzt sagen, weil die Verbindung, weil ich halt die kurzen Wege habe, auch als Gänse, ich hätte kurze Wege, ich habe leichte Kommunikation, das ist für mich persönlich in der Parteiarbeit sehr wichtig. Deswegen sehe ich da keine Nachteile. Also ich empfinde da keine Nachteile. Du kannst mich gerne fragen, wenn dir einer einfällt, Nachteile nennen, dann beantworte ich drauf. Aber ich wüsste jetzt spontan keine Nachteile, außer dass es natürlich ein bisschen so wirkt wie eine Übernahme, aber ich sehe das halt nicht so. Weil wir sind ein Team, wir sind eine Partei. Sie übernehmen. Also, und wir haben momentan, ich fände es natürlich auch grundsätzlich besser, das wäre irgendwie homogen und wir wären toll verteilt und so. Wir haben momentan halt ein Problem, einfach aktive Piraten zu finden, das müssen wir akzeptieren. Deswegen wäre ich auch für eine Verschlankung. Deswegen kann es ja ohne weiteres passieren. Wenn wir uns dazu entscheiden, uns zusammenzuführen, dann wird dieser Vorstand eh nur, was haben wir jetzt, November, Dezember, Januar, Februar, vielleicht nur noch 4 Monate im Amt sein und wird dann wieder abgelöst. Schauen wir mal. Ja. Tobias, stündet ihr für diese Wahl auch dann für weitere Ämter zur Verfügung, also für diesen Bezirksvorstand, also Beisitzer oder sowas? Beisitzer, welche Probleme habe ich schon lange. Aber eben auch für weitere Ämter generell? Nicht. Okay. Also ich sage auch, wenn du mich jetzt konkret fragst, im Folge F, habe ich jetzt kein Interesse, muss ich dazu sagen. Das hat auch jetzt einen anderen, warum ich für den Gensek Kandidat habe, auch den Grund, es hat ja einen Grund, warum ich momentan nicht arbeite. Und dieser Grund macht mich immobil, also deswegen bin ich auch in die Piratenpartei gegangen, weil ich habe mit der Partei gesprochen, wo ich mitmachen kann, ohne dass ich dauernd zu treffen muss, durch die Gegend fahren muss. Okay. Ich wollte ja dieses Digitale, dieses Online, ich komme aus der Counter-Strike-Community und so, also ich wollte das, ja, ich wollte online das alles machen, geht nun mal, habe ich gemerkt, in der praktischen Parteiarbeit geht das leider nicht. Und deswegen wollte ich eine Position nehmen, wo ich so wenig wie möglich Mobilität benötige. Das sage ich ganz offen, das ist für mich, deswegen bin ich auch unter anderem Schatzmeister und deswegen stelle ich mich für den Gensek zur Verfügung. Für ein anderes Amt würde ich eher sagen, nein. Weil wenn es zu viel, weil, gut, ich habe natürlich deswegen auch diese vierte Kumulation, der Fabian oder auch der Wilmer, der weiß das, die haben mich natürlich nur mobil gehalten. Das muss man auch anerkennen, dass wir nicht nur darüber reden, dass wir sozial sind, sondern wir sind es auch wirklich in der Praxis, weil so viel Hilfe, die ich bei den Piraten bekommen habe, ich war auch mal Jugendsünde, ich war mal in der FDP,
Also, aber das war auch in den guten Zeiten. Da hat es überhaupt keinen interessiert, ob man irgendwie, das war wirklich, da war jeder Einzelkämpfer, jeder wollte Kandidat und auf eine Liste und ganz oben und auf Platz 1. Und das ist genau das, was ich nicht wollte, sondern ich habe was gesucht, wo eine Gemeinschaft ist. Das habe ich auch im KV Fürth, muss ich auch sagen, der Dennis ist immer da. Also das ist, ich finde uns auch als KV einfach cool, muss ich sagen, als KV Fürth, und deswegen mache ich das auch alles gerne. Das halte ich auch für wichtig, dass man seine Sache gerne macht. Ich habe jetzt genug geredet. Ja, ich neige zu verbalem Durchfall. Ist die Frage mit ausreichend beantwortet? Gut, gibt es noch weitere Fragen? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dann übergebe ich an meinen Wahlleiter. Gibt es weitere Kandidaten zufällig? Nein, Kandidatenliste geschlossen. Ja, wir nehmen Wahl. Durch die Stadt. Aber
Wir haben keine Approval nochmal. Das ist nur so nebenbei. Erstmal ein weißer Zermetzel. Okay. So, warte. Wie viel stimmt Approval? 12,8 und eine. Abgegeben sind? 21. Darfst du mal noch mehr? Muss ich das gut machen? So, dann. Kommen wir zum Wahl des politischen Geschäftsführers. Ich bitte die Kandidaten, die sich um dieses Amt bewerben, nach vorne. Zwei Stunden Vicky, schauen wir mal, ob alle da sind. Wenn ihr das Essen lieber da. Kann er lieber auch noch vorher. So, entscheidet, wer anfängt oder schnick, schnack, schnuck? Bitte. So, bitteschön. Mein Name ist Horst Linter, ich bin 23 Jahre jetzt alt, ich studiere momentan Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Erlangen, nur zu meiner Person. Ich bin momentan erster Vorsitzender im KV Fürth und ich würde gerne politisch mehr erreichen wollen in der Wirkung als Pirat und würde deswegen für den politischen Geschäftsführer kandidieren. Wir haben gestern die Nachrichten gehört, wir hören sie laufend noch, ich war jetzt gerade beim Essen, ich habe jetzt wieder reingehört. Die Anschläge gestern waren verheerend. Kam jetzt wieder raus, nach Geheimdienstberichten sei einer der Attentäter schon bekannt gewesen. Und ich denke, wir sind uns, glaube ich, alle einig darüber, dass nach so einem Anschlag wahrscheinlich wieder schnell die Stimmen laut werden. Wir brauchen mehr Sicherheit, wir brauchen mehr Kontrolle, wir brauchen mehr Überwachung. Aber ich frage mich persönlich erneut wieder, wir haben in Frankreich eine Vorratsdatenspeicherung. Wir haben in Frankreich seit Monaten höchste Alarmbereitschaft für Terrorgefahr. Wir haben bewaffnete Streitkräfte in Paris und es passiert trotzdem. Jetzt kommt die Nachricht, einer der Täter sei schon wieder dem Geheimdienst bekannt gewesen. Es passiert trotzdem. Also wie viel noch mehr Überwachung brauchen wir, wie viel noch mehr Kontrolle wollen wir? Das ist, finde ich, eins der größten Kernthemen, die wir als Piraten vertreten und vertreten müssen. Und ich glaube, dass auch das in den nächsten Jahren entscheidend wird für uns als Partei, dass wir uns hier als liberale Kraft gegen diesen Überwachungswahn aufbäumen. Und statt immer neue Überwachungsmechanismen zu fordern, vielleicht endlich mal unsere Politik insgesamt überdenken, gerade im Hinblick auf den Nahen Osten. Ich finde, auch hier fehlt eine klare Alternative, und zwar eine wirkliche Alternative, in unserem politischen System. Die FDP als einzige liberale Partei, haha, liberal, ist weggebrochen und da ist eine Lücke und da müssen wir rein. Und ich weiß, wir werden hier auf dem Bezirk nicht Bundespolitik machen, wir werden auch nicht Europa nicht Weltpolitik machen. Aber ich glaube, jeder kann einen Teil beitragen und jede Gliederung. Und ich glaube, auch gerade im Bezirk Mittelfranken hier müssen wir Aktionen planen. Wir müssen uns überlegen, wie kommen wir wieder mehr in die Medien? Wie kommen wir wieder mehr bei unseren eigenen Mitgliedern an? Und wie können wir diese Themen aufgreifen und transportieren, damit wir im Endergebnis auch wieder im Bund eine Stimme bekommen? Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich habe da letzte Woche mit unserem Bundesvorsitzenden in Neumarkt schon gesprochen gehabt. Der hat eine tolle Idee vorgebracht, wie man besser Leute werden kann auf der Straße oder zumindest unsere Themen attraktiv machen kann. Die Idee möchte ich auf jeden Fall umsetzen. Ich möchte sie bei uns im KV erstmal im Kleinen probieren, ob es wirklich ankommt. Ich habe vor, die ja natürlich, wenn ich Politiker werden sollte, auch im Bezirk gebündelter anzupacken. Ich möchte gerne die Infostände bezirksweit organisieren, weil ich denke, wenn wir in den KVs immer bloß so vor uns hinarbeiten
Und immer nur zwei, drei aus den jeweiligen Vorständen, die einzigen übrig gebliebenen Aktiven sind, sich da stundenlang jetzt im Winter im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern abfrieren, glaube ich, werden wir nicht diese Kraft entwickeln, um hier wieder ernst genommen zu werden. Das müssen wir im Bezirk organisieren, um da mehr Durchschlag zu entwickeln. Und dafür werde ich mich einsetzen. Okay? Ja, ich bin Dennis Michalski. Ich bin zwar im KV Fürth, aber gebürtiger Preußer, also da schon mal nicht genau das Gleiche. Und zweitens wohne ich in Fürthland, also auch nicht in der Stadt. Das ist auch nochmal was anderes. Und deshalb hat man mir das immer mal gesagt. Ich habe mich ursprünglich aufstellen lassen, weil es hieß, oh, scheiße, wer soll es denn machen? Wir haben gar keinen mehr und ist eigentlich alles doof. Und dann habe ich gesagt, mach dich, jetzt haben wir sogar noch Farbe mit dabei. Ich habe mir gedacht, ja, wir müssen lokalpolitisch mehr reißen oder zumindest mehr versuchen, Aktion zu haben, Infostände zu haben und auch mehr auch die lokale Presse zu bespielen, weil ich denke, in der lokalen Presse haben wir mehr Chancen als jetzt irgendwo überregional. Also fast Stern über diese ganzen Presse, dort haben wir keinen, können wir keinen Kuchen gewinnen, sondern eher Fürtherland, Nürnberger Nacht etc. Was es hier alles noch so gibt. Und da habe ich mir gedacht, dass ich da versuche, ein bisschen mehr einzusteigen und uns hier da bekannter zu machen und mit den KVs oder Einzelpiraten mehr zu planen und versuchen, alle einzubinden. Das war so ein kurzes. Ah ja, ich bin noch im KV für Beisitzer. So, alle Vorstellungen abgeschlossen. Fragen, wie schaut's aus? Der Ollo, bitte. Naja, die Arbeit des Kollegen ist ja auch viel Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Wie stellt ihr euch das vor? Was habt ihr da vielleicht schon ein bisschen vor Erfahrungen? Oder wie soll es da bei euch laufen? Also speziell jetzt Pressearbeit. Ich muss ich sehe es noch ein Stück krasser als Dennis. Ich glaube, wir werden in der Presse uns im Zahn ausbeißen. Wir tun es jetzt schon. Es ist, glaube ich, sehr schöne Pressemitteilung oder politische Aktionen irgendwo hier auf Resonanz zu stoßen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, oder würde es auf jeden Fall versuchen, hier mit Zeitungen in Kontakt zu treten. Ich denke, wir werden hier im Bezirk aufgrund unseres Stadtrates in Nürnberg doch die eine oder andere Chance haben, hier aus den Interna, aus den Stadtratssitzungen mit piratigen Themen entsprechend vielleicht doch die eine oder andere Meldung in eine Lokalzeitung zu bringen. Ich denke, es ist aber trotzdem wichtiger, nach innen zu arbeiten, das heißt also auf unseren eigenen Homepages Positionen zu beziehen, hier die Leute anzusprechen, Aktionen etc., wie diese Flüchtlingsdebatte hier oder ähnliches, um hier die eigenen Mitglieder wieder zu aktivieren und Aktionen draußen zu planen, um einfach auch wieder gesehen zu werden. Das, denke ich, ist erstmal wichtiger, weil wenn dann das Interesse wieder dran ist, wenn wieder Piraten Aktionen machen und Demonstrationen oder ähnliches, dann hat auch die Presse wieder Interesse und dann kommen die auch zu uns und sagen so, hey, ihr habt eine Aktion gemacht, warum, wieso, könnt ihr uns den Hintergrund erklären oder ähnliches. Das erhoffe ich zumindest. Ich habe nur gedacht, einfach mal bei den mit der lokalen Presse Kontakt aufnehmen, einfach mal so blöd sagen, hier, wir sind nach da, habt doch mal Lust mit uns zu sprechen, wenn das ist, wo können wir euch Infos schicken über uns. Da einfach den Kontakt zu suchen und nicht warten, dass irgendwas auf uns kommt oder an irgendwelche allgemeinen E-Mail-Adressen eine Pressemitteilung zu schicken. Frage über andere? Spiel, du hast gleich eine Frage? Ja. Keiner von euch hat in seiner Vorstellung einmal das Wort Internet wirklich benutzt. Was ist denn mit Facebook, was ist denn mit Twitter und dem ganzen Kram, wo die Leute sind, die uns eigentlich... Nee, du hast gesagt Homepage. Du hast nett gesagt Facebook. Ja. Homepage, nee, das ist ein Unterschied. Also, ja, aber das ist ein großer Unterschied. Ja, das ist genau das Ding. Das funktioniert bei uns aber ganz schlecht, dass die Leute, die uns eigentlich gut finden oder relevant für uns sind, gehen nicht auf unsere Homepages. Die lesen keine Zeitungen. Wir sind bei Facebook und bei Twitter vielleicht noch, aber da haben wir nie wirklich eine Strategie. Habt ihr da Pläne? Also ich bin im Verzeihung, dass ich mich da nicht im Detail genug ausgedrückt habe. Das war natürlich damit gemeint, mit die Werbung nach innen, die Kommunikation nach innen. Das ist natürlich nicht nur die Homepage, denn die Homepage steht ja in erster Linie eigentlich die Kommunikation nach außen. Das ist natürlich Facebook, Twitter, Mailinglisten etc.
Und wer unseren KV, die Mailingliste abonniert hat oder auch mich auf Facebook oder Twitter hat, der weiß, dass ich da unglaublich aktiv bin und viel schreibe, viel kommentiere, hier wirklich viel mache. Ich habe auch im KV zum 9. November eine Pressemitteilung rausgegeben, die über Twitter und Facebook lief und so weiter. Also hier bin ich aktiv, hier werde ich auch aktiv werden. Eine wirkliche Strategie, glaube ich, kann man hier nicht machen, außer konkret Themen anzupacken, anzugehen, konkret Aktionen zu planen und die dann entsprechend eben medial zu verbreiten. Ja. Jetzt, was so? Und die Fire ist auch? Ja. Ja. Geh davon aus. Die waren beide. Ja, da müssen wir aktiver werden und wir müssen uns mal überlegen, was wir posten. Und irgendwas wäre natürlich besser als gar nichts. Muss man mitbefüllen, ja. Also natürlich ist die Presse nicht alles. Ich kann jetzt nicht hier nur sagen, dass ich jetzt jeden Tag eine Nachricht auf Facebook oder Twitter schreiben kann. Also ich möchte schon mal ganz kurz was dazu sagen. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Also als KV-Schatzmeister mache ich auch unsere Facebook-Seite. Und ich sehe eigentlich schon, dass ich jede Woche ein, zwei Sachen da reinposte und auch beantworte. Ich schreibe auch die Leute an, die bei uns auf die Facebook-Seite gehen. Ich habe von Fabian gerade erst eine Pressemitteilung draufgestellt und wenn man auf unsere Facebook-Seite vom KV Fürth geht, der wird sehen, dass da aktuell immer was passiert. Also da ist immer Bewegung, dass die Leute, und ich sehe das auch an den Zugriffszahlen, dass die kontinuierlich nach oben gehen. Stimmig. Okay, wir haben die Leute ausgedrückt. Also Facebook ist nicht nach innen. Facebook ist Kommunikation nach außen. Pressemitteilungen haben auf Facebook mal gar nichts zu suchen. Also tatsächlich würde ich das von der Kollegin mal erwarten, dass wir unser Social Media. Also wir sind immer die Internetpartei und wir sind aber die Partei, die das ganze Social Media zumindest auf lokaler Ebene oft am schlechtesten macht. Also den Schuh müssen wir uns mal anziehen. Das ist nicht bloß im Bezirk, das ist in den KVs zum Teil nicht besser. Ich weiß, dass es in Kassel-Nürnberg zum Beispiel hat der Niklas das gemacht, bis er ausgetreten ist. Und er hat tatsächlich auch sich halt jeden Tag überlegt, was tue ich da rein? Sowohl, also vor allem bei Facebook, zum Teil auch bei Twitter. Das braucht eine Strategie, die wir bisher nicht haben und das wir ignorieren. Und das, was ich da jetzt gerade beantwortet habe, war leider auch völlig nicht in die Richtung. So. Ich habe jetzt aus dem Hut keine Strategie, wie ich sage, wir müssen. Das ist aber eine erste Antwort. Muss man sich da nicht erinnern. Dann, Michael, war es eine Meldung oder? Nee, ich will nicht sagen. Also, danke, dass ihr beide kandidiert. Also, ich denke, man hat eine gewisse Wahl bei Fabian, sehe ich erst so die Rampensau, die wir vorstehen haben. Dennis auch ein wenig so nach innen. Also, das haben wir auch in den Podcasts gesehen, so als ruhiger Moderator. Deswegen meine Frage, wenn ihr jetzt nicht gewählt würdet, würdet ihr sozusagen als Beisitzer einen stellvertretenden Politiker machen? Also ich persönlich habe auch schon mit Adele gespielt, weil ich mir auch gedacht habe, wir arbeiten im KV gut zusammen. So wie der ganze KV gut zusammenarbeitet in Fürth. Deswegen habe ich mir auch schon gedacht gehabt, also wenn ich nicht werden würde, ich würde auf jeden Fall gerne Stellvertreter für Dennis machen und mit ihm zusammenarbeiten. Ich muss aber auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht in den Bezirk gewählt werden würde, ich würde natürlich auch so privat, wenn Dennis mich um Rat oder Hilfe braucht, würde ich ihm genauso auch gerne dazu helfen, weil im Endeffekt geht es einfach nur um unsere Politik als Piratenpartei. Und da ist mir die Gliederung im Endeffekt eigentlich an zweiter Stelle. Ja. Was ich noch so grundsätzlich sagen möchte, also wo ihr euch auch darüber im Klaren seid, dass Fabian auf jeden Fall der Aktivere von uns beiden wäre. Weil ich arbeite halt Vollzeit und habe hier und da auch nochmal Hobbys, also ich werde nicht jeden Tag irgendwo was machen können. Da seid ihr beim Fabian schon besser aufgehoben. Ich muss mal noch gehen. Also ich habe auch Hobbys. Ich habe auch ein Privatleben. Nee. Da fehlt noch eine Frage an Fabian stellen. Du weißt schon, wenn du Polnisch und Vorsitzender in einem KV bist, dass du kein Privatleben hast. Tobias. Ich stelle die Frage mal anders, wenn man dann so gefühlt die Hälfte des Vierter Kreisvorstandes, auch vom Bezirksvorstand zumindest, auf jeden Fall die nächsten Wochen, was danach ist, wissen wir nicht, ob das da mehr wird, weniger, keine Ahnung. Was bedeutet das für den Vierter Kreisvorstand? Also ich sehe hier keine Problematik, zumindest in meiner Position. Ich glaube auch für den Dennis, wenn ich das sagen darf, glaube ich auch nicht. Weil als Vorsitzender ist es ja auch im KV meine Arbeit oder mein Job hauptsächlich, die Politik nach außen zu treiben. Das heißt, ich organisiere Stammtische, ich mache Infostände. Das deckt sich ja eigentlich dann mit der Arbeit mit dem Bezirk. Also das heißt, die Arbeit, die ich im Bezirk mache, von der profitiert Fürth. Und wenn ich aber im Namen vom KV Fürth auch wieder was mache, profitiert im Endeffekt auch wieder der Bezirk. Also insofern sehe ich da keinen Widerspruch oder keine Problematik.
KV bin ich nur Beisitzer. Ich brauche die E-Mail-Adresse, da laufen meine Piratensachen drüber. Das kann man dann schön teilen. Mit der Partei wegen der E-Mail. Ganz so ist es nicht. Ich würde weiterhin als Beisitzer im KV 14 oder würde es dann auch abhängig machen, wenn jetzt Fabian gewählt würde. Kann ich mir auch vorstellen, dass ich da im KV irgendwo nicht mehr engagiere. Und hier macht es dann der Fabian. Also ich bin da relativ schmerzlos. 4-4-2-1, weitere Fragen? Dann, wo ist denn mein Wahlleiter? Der ist gerade Ausgang. Ja, dann erkläre ich euch ganz kurz die Wahl. Die Wahlhilfe erklären mal kurz die Wahl. Also schon was da steht. Wie bei den bisherigen auch, wir haben zwei Kandidaten, das heißt, wir haben kein Approval, sondern nur eine für den Jahrkreuz Nummer 1 oder Nummer 2. Ist im Wahlgang 5, für den entsprechenden Stimmzettel verwenden. Nummer 1. Das ist ein
Bitte, du siehst so bedrückt aus. Der Daniel, der Dennis, noch irgendjemand? Beisitzer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Detlef, du auch? Gib nicht. Daniel und AG. Entscheiden wir jetzt über einen oder über zwei Beisitzer? 0 bis 4 Beisitzer. Nee, weil sonst haben wir wieder ungerade Zahlen. Ja, okay. Genau, also zwischendurch. Ich habe noch einmal gefragt, wer überhaupt bereit wäre an der Stelle und ob es hier entsprechende Saison gibt. Ja, also. Das ist die Fragestellung. Wir können auch alles mit Beauftragungen machen, was ja dann irgendwann bei Bezirksversammlung eventuell kommt oder auch nicht. Sehen wir dann. Ansonsten ist jetzt die Frage, wie viele Beisitzer ihr wählen wollt. Ich höre Vorschläge und wir stimmen dann drüber ab. Zwischen 0 und 4 wäre sinnvoll. Ansonsten können wir auch per Handzeichen machen. Ich mache alle Zahlen durch. Frage ist die, also ich finde es ein wenig lustig, die Zahl, also bei zwei Bewerbern die Zahl vorher festzulegen, ist es nicht einfach durch den Wahlgang gegeben, wenn halt beide über 50% kommen. Nein, es ist beide vorher festlegen, wenn wir wählen. Ja. Wir müssen jetzt nach unserer Satzung müssen wir so vorher beschließen. Geht er dann das eigentlich? Ja. Also wir müssen ja vorher. Wenn wir jetzt zwei beschließen, wir können ja immer noch zurückrudern. Ja, wir können natürlich, ich weiß nicht, ob das richtig geht, dass wir erstmal wählen und dann sagen, wir machen das. Detlef. Machen wir halt, wenn Georg braucht, machen wir für die Beisitzer ab und über. Ja, sowieso. Achso, machen wir sowieso? Ja, ja, klar. Mensch, ich wieder. Ja, wenn du zwei Beisitzer wählst, dann hast du natürlich Approval Voting und dann also im Notfall kann dann einer keine 50%, genau. Dann hast du nur einen. Dann müssen wir halt sagen, dass wir auf einen reduzieren. Können wir natürlich machen. Soll ich mal einen in die So. Also, dann stelle ich mal den Antrag, wir wollen zwei Beisitzer wählen und am Schluss sieht man, wer über 50% sich. So, wer ist dafür, dass wir zwei Beisitzer wählen? Hebe jetzt einfach mal die Karte. Schauen wir da mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Jo, was sind denn so frische Wurscht, ne? So, also, wer ist dagegen? Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Und irgendwie ein Zwei sind am Klo oder was weiß ich. Tippen wir. Zu spät. Ja, du kannst den Rest also nicht anwesen. Jo, dann kommen wir zur Wahl. Der Beisitzer, zwei Stück sind entsprechend benannt. Dann stellen sich doch bitte mal die möglichen Kandidaten hier nach vorne. Hier ist schon da, seid schon da. So, zwei Kandidaten, Sie dürfen sich gerne nochmal vorstellen und dann. Ich bin immer noch der gleiche. So, dann Daniel. Ja, ich habe mich jetzt ganz spontan entschieden. Ich hatte eigentlich nicht vor, mit dem Vorstand in irgendeiner Weise nochmal zu kandidieren. Nicht, weil ich den Vorstand nicht mag, sondern weil ich einfach meine Zeit mehr zu dem Bezirkstagsmandat einsetzen wollte. Das möchte ich nach wie vor, deswegen weiß jetzt, wäre dann auch ein Kompromiss, um halt diesen Kontakt zur parteiinternen Struktur doch noch irgendwie fester da zu haben. Hätte ich mir auch vorher überlegen können, natürlich. Ein anderer Grund, wieso ich nicht nochmal kandidieren wollte, war eben, weil jetzt auch im letzten Jahr einfach nicht viel passiert ist auf Bezirksebene, das habt ihr alle gesehen. Und da kann sich jeder einzelne der Vorstandsmitglieder auch selbst an die Nase fassen, das mache ich auch selber. Die Motivation war eben nicht so vorhanden, wie sie sein sollte. Jetzt spontan bin ich ein bisschen ergriffen von der Anzahl an Leuten, die heute da sind. So viele hatten wir ja schon, weiß ich nicht mehr, wann das letzte Mal so viele Leute da waren. Wir haben einen ziemlich bunten und neu zusammengewürfelten Vorstand bisher. Was ich gut finde und diese ganzen Aspekte haben mich jetzt motiviert, doch nochmal für den Vorstand zu kandidieren und mich da einzubringen und entsprechend auch mein Bezirkstagsmandat zurückzukoppeln. So viel dazu. Ich persönlich finde so spontan Kandidaturen auch immer furchtbar schrecklich. Insofern bin ich auch niemandem böse, wenn er mich deswegen jetzt nicht wählt. Das ist so motivierend. Von daher, ich biete es an, wie ihr wollt. Ich würde mich freuen. Ansonsten komme ich halt so in die Situation. Ich bin kein Beisitzer. Ich möchte mich seinen letzten Sätzen anschließen, die sind. Ja. Du hast eine Schleife vorbei. So, gibt es Fragen an die zwei Beisitzer oder an die einen, wie auch immer? Ja, bitte, Tobias. Ja, seht ihr spezielle Aufgaben jetzt mal da? Du hast gemeint, die Anbindung an den Bezirk, also an den Bezirkstag und so weiter, die irgendwo für Beisitzer oder die ihr für euch als Beisitzer sehen würdet, die ihr gerne übernehmen würdet oder wo ihr denkt, das kommt vielleicht auf euch zu und das würden dann die Beisitzer übernehmen. Ja, ich würde halt vor allem auch gucken, dass ich mit unserem politischen Geschäftsführer, Klammer N, mich auch mehr zurückkomme, dass halt auch irgendwie da mehr Pressemitteilungen und sonst was eben durch mein Mandat, aber nicht nur dadurch, auch mehr Output generiert wird. Das war jetzt die Frage an beide oder an den Daniel? Dann an Daniel. Dennis! Hey, macht ja schon den Podcast, der Plan ist jetzt, den auf 14-tägig noch zu erhöhen. Okay. Weitere Fragen aus der Versammlung? 4, 3, 2, 1. Gut, nee, ist keine Meldung. Wir schauen das aus, wir geben in Hand. Dann ist damit, dass wir schließlich mal die Kandidatenliste und übergeben, dass in der Wahlleiter jetzt hier steht, nimmt ein Wahlhelfer des Amtes Wahlleiters. Onno, bist du kurz Wahlleiter? Wunderbar, bitte, Onno. Sonstige spontane Kandidaturen noch? Ansonsten ist die Kandidatenliste gegen Approval-Voting, ja, ihr könnt so viel, nicht so viel Stimmen abgeben, wie ihr wollt, ihr könnt zwei Stimmen abgeben, oder eine, oder wie auch immer. Sechstens, ja, es ist immer genau ausgerechnet, die Weisheit. Wir hoffen, dass es keine Stichwahl ist. Aber auf der Wahlkarte stehen 12 Wahlgeheimnisse. Ja, ja, klar. Aber mehr Platz ist. Auf Wahlzettel kann ich noch ausdrücken. Stimmt, kann man nicht. Da muss man ja austauschen.
da kann ich auch 20 brauchen. Hat auch relativ gut geklappt. Das ist je nachdem, wie wichtig ist das hier? Was sind denn mehrere Wir kommen langsam zum Schluss.
Wir haben ja keine Programmanträge, keine sonstigen Anträge. Das heißt, wir sind praktisch schon beim letzten Punkt. Ja, ich frage nochmal, ob jemand einen sonstigen Antrag hat. Ja, okay, ich gebe nochmal ganz kurz dann das Wort an den Daniel, der würde ganz kurz noch was zum Bezirk erzählen. Okay, Ruhe! Also es sind ja momentan wieder die Haushaltsberatungen, es ging ja schon ein bisschen was über die Liste und es waren schon ein paar Treffen. Ich weiß nicht, ob es ein Treffen ist, ob es nicht kommt, aber ist egal. Aber auf jeden Fall, da ist jetzt die Frist für die Anträge und ich mache am Montagabend nochmal ein letztes Treffen hier in der Bucht und werde mich halt die Lampe reinschalten, wenn jemand möchte, dass wir das ankündigen. Wir müssen noch ganz kurz ein-, zweimal die Stimmkarte zücken und zwar haben wir jetzt eine Handvoll Endakkumulationen noch kurz abzusegnen. Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben einen politischen Geschäftsführer, der sowohl erster Vorsitzender in Fürth ist. Dann haben wir einen Genzek, der sowohl Schatzmeister, glaube ich, in Burg ist. Dann haben wir einen Beisitzer, der auch nochmal Beisitzer in Fürth ist. So, wer dafür ist, dass diese Endakkumulation in Ordnung geht, heben wir mal zu. Die haben wir schon gemacht, unsere. Aber für die anderen haben sie nicht gemacht. So, und der Daniel nicht. Also, wer ist dafür, dass wir diese Endakkumulation hinnehmen? Ich muss mal was anderes sagen, dass ihr wieder aufpasst. So, das schaut sehr anders aus. Akzeptieren. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gut. Nichts? 18. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Eine Enthaltung. Ja, können wir auch machen, aber es gibt auch welche, die gar nicht so haben. Okay, gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Rechnungsprüfer, wie auch dieses Mal. Das geht auch per Akklamation. Wer würde sich denn bitte als Rechnungsprüfer im Bezirk bereit erklären? Ihr dürft mit dem netten Herrn Detlef Netter, alles doppelt nett, mit dem netten Netter zusammenarbeiten. Also haben wir einmal den Ralf. Gibt es noch jemand anders? Zwei wäre nicht schlecht. Habe ich vergessen. Ja, sehr genau. So, noch irgendjemand? Ah, der Tobias hat sich gemeldet. Der Uwe wird Ahnung machen. Jawohl. So, drei Rechnungsprüfer. Wer ist dafür? Der Uwe ist im Vorstand. Bei uns? Na eben nicht, eben. Sonst hätte ich das jetzt auch gerade nicht gemacht. Der ist der Schatzmeister. So, also, der Uwe noch. Der geht schon los, Herr Vorsitzender. Wollen Sie von dem Amt zurücktreten? Gut, also wir haben den Ralf, den Andreas und den Uwe. Wer ist dafür, dass die drei die Rechnungsprüfung in Mittelfranken übernehmen? Nehmen wir mal kurz die Karte. Oh, schaut nicht so gut aus. Ja, schon besser. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wer ist dagegen? Enthaltungen? Mit einer Enthaltung einstimmig. So meint es. Dann hätten wir das. Ich glaube, jetzt haben wir alles gewählt, was wir werden müssen. Sonstige Anträge? Noch irgendwas? Dann kommen wir zum Schlusswort des neuen Vorsitzenden von Bezirksverband Mittelfranken. Ich bitte mal den Michael nach vorne. Und hoffe auf motivierende Rede. Los geht's! Ich mache jetzt eigentlich relativ kurz. Oh, jetzt sind jetzt die Schlussworte, danach können wir heimgehen. Oh ja. Also, nein. Vielen Dank für die Sonne. Weil wir noch gleich die konstitutionelle Sitzung machen. Genau, ja, Moment, das ist ja. Aber wir gehen rein. Also, okay, das ist das Wichtigste. Vielen Dank, dass er da war. Die Diskussion war recht gut. Wir haben zügig einen neuen Vorstand gewählt und ich denke, dass wir jetzt mit frischem Mut den Bezirk von Vorstand aufholen können. So, und ansonsten wäre es auch ganz gut, wenn der gewählten Amtsträger zur konstitutionellen Sitzung da bleiben würde. Zum Foto! Dann schließe ich die. Nein, die können wir nicht. Wir brauchen noch eine. So, dann schließe ich hier mit der Sitzung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir hoffen darauf, dass wir uns bald wieder in dieser regen Anzahl von Piraten wiedersehen. Ich sage jetzt immer noch ein paar Satz, damit der Tobias nicht klatschen kann. Jetzt geht's los, Tobias, das Klatschen. Boah. Vielen Dank an alle.
bei der Vorlage. Warum bist du nicht bei der Vorlage? Ja, dann gehe ich mit.